begrüßen zum zweiten Teil, zum zweiten Vortrag unserer Vortragsreihe Sex in School, die organisiert wird von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, und zwar insbesondere vom Arbeitsbereich Schulpädagogik unter besonderer Berücksichtigung für Entwicklungsforschung und des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung. Heute darf ich Ihnen Herrn Professor Markus Rigaladig vorstellen, der als Professor an der Universität in Hamburg arbeitet, an der Universität Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Ich noch ein paar ganz kurze Informationen, die können gerne auch noch ergänzen. Bevor Herr Ladig nach Hamburg kam, führte ihn seinen Weg über Bonn, wo er promoviert hat im Jahr 2000, über in der Schweiz diverse Forschungs- und Lehrtätigkeiten an Universitäten und danach an weiteren Universitäten in Deutschland, zum Beispiel in Frankfurt und Köln, auch da wissenschaftliche Tätigkeit und Lehrtätigkeit. Noch ein kurzer Hinweis auf eine Publikation, die 2013 erscheint, habe ich von Ihrer Website entnommen, die thematisch sehr gut zu passen scheint, nämlich mit dem Titel Bildungspraktiken, Doppelpunkt Körper, Räume, Artefakte. Ja, weil wir die Herausgeber sind. Das ist ja, mit Herbert Kartoff und Thomas Allgemein. Genau. Ja, was gibt es sozusagen? Sie sind Mitherausgeber der Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik. Und wie ich Literaturübersicht entnommen habe, liegen Ihre Themenschwerpunkte in der wissenschaftlichen Arbeit auf praxeologischen Ansätzen, praxistheoretischen Ansätzen, Diskurstheorie, also Namen wie Bourdieu, Foucault, Poststrukturalismus, generell. Das sind Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen. Das würde ich gerne weiteres ergänzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Fragen können im Anschluss gestellt werden in einer kleinen Diskussion. Gut. Ja, also vielen Dank für die Vorstellung. Das ist ja auch interessant, wie man so wahrgenommen wird, ja, was da auf der Homepage steht und so weiter. Aber ich kann mich dem hier anschließen. Ja, also, genau, wir haben das ja nicht abgesprochen. Ja. Also, das ist interessant. Ja. Also, jetzt vielleicht vorab, will ich hier mal kurz irgendwie schildern, was ich vorhabe. Und warum ich mich jetzt über die Einladung nach Leipzig gefreut habe, nicht nur, dass die Stadt interessant ist, ja, das haben wir vorher schon irgendwie geklärt, aber für einen Messi. Also, was jetzt innerlich interessant sein könnte, ja, an dieser Einladung, deshalb habe ich jetzt auch irgendwie sofort zugesagt, und jetzt nicht mit Blick auf das Honorar, sondern aus innerlichen Gründen, ja. Also, ich bin angefragt worden am Rande des DGW-Kongresses in Osnabrück, dieses Frühjahr, ja. Und da war sozusagen der Tenor, ich würde mich ja interessieren, offensichtlich für Räume, ja, aus der pädagogischen Perspektive und für Architektur zum einen und zum anderen für Geschlechterforschung. Und diese Kombination sei ja eigentlich ganz interessant und ob ich die nicht zusammenführen könne. Ja? Und aus dieser Zusammenführung sollte dann idealerweise ein Vortrag entstehen, der hier ja, zum Vortrag kommen sollte. Und das, ich fand das auch diese Beschreibung fand ich treffend, ja, dass ich mich in der Tat für beide Sachen interessiere. Und ich habe genau das, worum ich jetzt gebeten wurde, noch nie getan hatte. Also das heißt, ich habe mich entweder für Geschlechterforschung interessiert oder für Architekturtheorie, ja, oder für Raumforschung. So, und das habe ich jetzt, ich würde wirklich sagen, also muss ich gestehen, unabhängig voneinander getan und habe mich jetzt selten gefragt, wie hat das eine, was hat das eine mit dem anderen zu tun und vice versa. Ja. Und deshalb fand ich jetzt intellektuell sozusagen diese Einladung interessant. Und das ist jetzt auch vielleicht für Sie nochmal, der jetzt sozusagen, weiß ich, ob Sie hier zu Vorträgen eingeladen werden, wahrscheinlich auch immer wieder mal, aber Sie werden ja manchmal für Dinge eingeladen, die Sie im Zweifel schon fünfmal vorgestellt haben. Ja? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel viel zu Bourdieu gemacht haben, dann werden Sie zum sechsten Mal zu Bourdieu eingeladen. Und häufig für die Dinge, die Sie ohnehin schon gesagt haben. Ja? Also das heißt, hier ist jetzt was anderes. Also das ist jetzt eine Steilvorlage, wirklich was Neues irgendwie zu entwickeln und sich auf ein Thema einzulassen, das ich mir selbst nicht gegeben habe. Das ist oft spannender als die anderen Dinge. Ja? Also die anderen Dinge, wenn man denkt, ach ja, das könnte man auch immer weiterentwickeln und so weiter. So, das ist also jetzt hier was Neues. Und schön, dass Sie gekommen sind, obwohl der Titel wahrscheinlich nicht sehr einladend ist, ja? Wäre meine Vermutung. Ich habe jetzt auch mal das Programm angeschaut. Also das klingt jetzt schon so ein bisschen akademisch hardcore, aber ich würde sagen, ja, so arbeite ich eben auch. Aber ich gebe mir Mühe, ja, und das werde ich Ihnen jetzt gleich erzählen. Also das heißt jetzt Kontingenz und Performanz, also das lesen Sie auch. Und meine Vermutung ist, dass Sie mit beiden Begriffen was anfangen können. Ich vermute mehr mit Performanz als mit Kontingenz, also insbesondere in diesem Kontext. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier stehe, habe ich den Eindruck, ich werde das wahrscheinlich auch mal erklären müssen.
Ja, das hatte ich ja vorhin mit Frau Schmitz ein bisschen korrespondiert. Ich habe sie dann zum Beispiel auch gefragt, wie ist es jetzt mit dem Begriff der Dekonstruktion? Ja, kennen den alle oder nicht? Das ist für Frau Schmidt auch nicht ganz einfach gewesen, weil sie natürlich auch nicht wusste, wer wird da kommen und was haben die Leute gelesen. Ja? Meine Erfahrung ist in Oberseminaren zum Beispiel, man hat den Eindruck, die sind alle wahnsinnig belesen, sehen alle super klug aus und wenn man dann referiert, haben sie es doch nicht gelesen oder sie haben vieles nicht gelesen. Ja? Oder sie sind dankbar dafür, was sie zwar schon gelesen haben, wenn es trotzdem nochmal gut vorgestellt wird. Das heißt, ich werde jetzt, also methodisch, ja, ich werde jetzt sozusagen auf der einen Seite einen klassischen Vortrag halten, also es gibt hier Textmaterial, ja, also ich werde jetzt nicht frei improvisieren. Ich werde aber immer wieder mal von diesem Text auch abweichen, ja, und das heißt einfach, und zwar mal zurückfragen, ja, also ich werde dann nochmal fragen, wer hat von Ihnen mehr als 10 Seiten von Derrida gelesen, ja, die Frage kommt in 10 Minuten, die können Sie schon mal referieren, ja. So, und dann, wenn dann die Hälfte sagt, alles easy, dann kann ich sozusagen einfach weitermachen, meine Vermutung ist, dass es nicht so ist, ja, also werde ich wahrscheinlich zum Begriff der Dekonstruktion ein bisschen was erzählen, so frei, wie freie Improvisation, ja. Also das heißt, diesen Mix wird es geben, klassischen Vortrag inklusive kleiner freier Exkursion. So, und um das Ganze jetzt, also um Sie zu belohnen, ja, in Anführungszeichen, für die Theoriearbeit, die ich Ihnen erstmal zumuten werde, ja, es wird wirklich Theoriearbeit geben, also jetzt nicht sehr schlimm. Und dann werde ich sozusagen im zweiten Teil 3 Gebäude vorstellen und aus einer Novelle zitieren. Ja, also das heißt, es gibt Zuckerbrot und Peitsche sozusagen, es gibt erstmal, nur genau andersrum, ja, es gibt erstmal Theorie und dann versuche ich das sozusagen vorzuführen an bestimmten exemplarischen Beispielen. Ja. Wenn ich zu schnell spreche, ja, was nicht zum ersten Mal der Fall wäre, jetzt bin ich ganz langsam, dann winken Sie gerne, ja, winken Sie, oder wenn ich hinten schlecht zu verstehen bin, oder scharren mit den Hufen. Ja. So, also jetzt vielleicht ganz kurz, dass Sie wissen so ungefähr, worum es geht. Wird, ja. Also, Sie sehen hieraus, möglicherweise, ich werde Ihnen einen kulturwissenschaftlichen Zugang vorstellen. Ja. Das ist auch naheliegend bei diesem Thema, das ist auch, was mich jetzt besonders interessiert. Also, ich sage Ihnen mal ganz kurz, ja, sozusagen, welche Struktur das Ganze annehmen wird. Also, erstmal, ich behaupte, es gibt innerhalb der Moderne einen Ordnungsverlust und aus diesem Ordnungsverlust oder diesem Ordnungsverlust korrespondiert die Freisetzung von Kontingenz. Ja, was das bedeuten wird, das will ich Ihnen dann eben erklären. Also das heißt, die Freisetzung von Kontingenz kennzeichnet moderne Gesellschaften. Wir leben in einer modernen Gesellschaft, auch wenn wir selten das Wort Kontingenz in den Mund führen. Ja, das ist wenigstens meine Vermutung. Also wenn Sie so im Alltag so unterwegs sind. Damit werde ich einsteigen, also mit so einer kleinen historischen Skizze. Dann behaupte ich, unter 2, man könnte sagen, dass diese Kontingenzerfahrung, das hat was mit dem unendlichen Mangel an Sein zu tun. Ja, das ist ein Zitat von Manfred Frank, das ist nicht so entscheidend. Und ich behaupte, dass performative Praktiken, wie zum Beispiel Doing Gender, genau auf diese, man könnte sagen, auf diesen Mangel reagieren. Also soziale Praktiken, ja, Doing Student, Doing Gender, sind sozusagen Antworten auf diesen Mangel an Sein. Also Antworten auf sozusagen diese Freisetzung von Kontingenz. Das ist sozusagen mein zweiter Punkt. So, und dann werde ich das systematisch ein bisschen zusammenführen, weil dann interessiert mich jetzt, okay, wenn wir es jetzt also mit Performances zu tun haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass diese Performances nicht irgendwo stattfinden, sondern die werden aufgeführt und die werden immer in einem Raum aufgeführt. Also das heißt, Performances haben per se eine räumliche Qualität und eine räumliche Dimension. Ja, das wird der dritte Punkt sein. Und dabei komme ich dann zum ersten Mal auf die Schule zu sprechen. Ja? Weil natürlich auch, was jetzt hier passiert, das ist sozusagen jetzt, was ich jetzt mache, ist eine Performance. Ja? Und die hat auch eine räumliche Qualität. Sie sitzt in einer ganz bestimmten Form. Ja? Sozusagen ihre Blicke sind von den meisten Wechseln nach vorne gewandt und so weiter. Ja? So, das vierte ist, da geht es um Räume und Aneignung. Da werde ich Ihnen, jetzt muss ich überlegen, da zeige ich, glaube ich, die ersten zwei Beispiele, die ersten zwei Gebäude. Also jetzt wird es um diese Räume gehen und ich behaupte, dass die Aneignung von Räumen, und das ist sozusagen politisch auch ein bisschen aufgeladen, dass die Aneignung von Räumen möglicherweise geschlechtsspezifisch funktioniert. Also ich werde jetzt hier keine alte Geschlechterontologie rehabilitieren, aber ich behaupte, dass manches dafür spricht, wenigstens sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die Aneignung von Räumen noch nicht doch sozusagen einen geschlechtlichen Index hat. Das ist sozusagen mein vierter Punkt. Und der fünfte Punkt, da will ich Ihnen dann nochmal ein Gebäude vorstellen, ein Ferienhaus aus Illinois in den USA. Ja? So, also ich werde Ihnen jetzt also 3 Gebäude insgesamt vorstellen. Es geht einmal um eine Schule in Freiburg, dann wird es gehen um ein Hochhaus, das nie zu Ende gebaut wurde.
in Lateinamerika und dann wird es um ein Glashaus in Illinois gehen. Und dann wird es außerdem noch eine Novelle geben, hatte schon angekündigt, wird es um James Joyce gehen. So, jetzt gibt es hier noch so ein kleines Blatt. Man könnte ja jetzt sagen, wo sollte Mann oder Frau sich orientieren, wenn man zu diesem Thema arbeitet. Ja? Und es wäre jetzt nicht völlig abwegig zu sagen, es gibt doch zum Beispiel ein Lexikon Gender und Erziehungswissenschaft. Ja, da gibt es, das hat 700 Seiten. Und da gibt es, wie ich das gehört, natürlich hinten ein Register, und da blättert man, in diesem Falle Markus Rigerati blättert da, und da findet unter R, Rahmenplan, Rassismus, Rationalität, realistische Wende, alles, aber nicht Raum. Ja, das heißt, es gibt hier keinen Raum, das heißt, es könnte sein, wir haben möglicherweise so einen blinden Fleck. Es könnte sein, also innerhalb der Erziehungswissenschaft und Geschlechterforschung wird Raum ganz selten zum Thema gemacht. Das ist mein Eindruck, also innerhalb der Deutschsprache wenigstens. So, das heißt, man könnte jetzt sagen, da ist nicht viel zu holen, jetzt müssen wir selbst anfangen und so ein bisschen zu basteln und zu improvisieren. So, ja, jetzt das erste Kapitel, Ordnungsverlust und Kontingenzfreisetzung. So, und jetzt gibt es erstmal so, klassisch trage ich jetzt vor und dann gibt es die ersten Rückfragen. Also, der Philosoph Bernhard Waltenfels hat als eines der wichtigsten Merkmale, welche die Ablösung vormoderner Gesellschaftsformen begünstigten, den fortschreitenden Ordnungsverlust gekennzeichnet. Jetzt zitiere ich Waltenfels. Eine neue Form der Ordnung, die wir als modern bezeichnen können, bricht sich, so Waltenfels, dann Bahn, wenn der Verdacht aufkommt, diese unverbrüchlich und allumfassend scheinende Ordnung sei nur eine unter möglichen anderen. So Waltenfels. Ordnungen kommen mithin erst als Ordnung in den Blick, wenn sie im Plural vorliegen. Im selben Augenblick freilich beginnen sie auch schon ihre Legitimität einzubüßen. Deutlich wird es etwa im Kontrast zur mittelalterlichen Ordnung. Hier war der Ordo-Gedanke weitgehend alternativlos. Die Vorstellung, dass der Kosmos durchgängig von einer Ordnung charakterisiert werde, verdankte ihre Autorität eben auch der Tatsache, dass sie nicht als eine mögliche Organisationsform unter anderem in den Blick geriet. Also wenn Sie zum Beispiel Comenius gelesen haben, da gibt es diesen Ordo-Gedanken. Ja, es gibt sozusagen, also das heißt, eigentlich erleben Sie den Ordo-Gedanken gar nicht als Ordo-Gedanken, weil es Ihre Welt ist. Ja? Und solange Sie keine Kontrasterfahrung haben, keine Differenzerfahrung, erleben Sie das nicht als eine Ordnung, sondern das ist die Welt. So ist die Welt organisiert. Ja? Und jetzt kommt es allerdings, darüber kann man sich jetzt streiten, aber also mindestens in der Renaissance, ja, wird das sozusagen aufgesprengt. Betrieben wird die fortschreitende Pluralisierung der Ordnung von Autoren wie Michel de Montaigne. Dessen Essays, verfasst am Ausgang des 16. Jahrhunderts, enthüllen eine Form der Subjektivität, die nicht länger mit fest definierten, vorgegebenen Ordnungsrastern rechnet. Sämtliche Ordnungsvorstellungen sind hier verflüssigt, temporalisiert und nur noch als vorübergehende anerkannt. Ordnungen werden lediglich als unzulängliche, ephemere und räumlich begrenzte Versuche der Kohärenzstiftung wahrgenommen. Es ist denn auch nicht zu geringen Teil der Buchdruck, so der Becker, der eine folgenreiche Praxis des Vergleichs etabliert. Beobachtungen zweiter Ordnung unterminieren unweigerlich die vormoderne Ordnung. Also ganz kurz, Beobachtungen zweiter Ordnung, wer hat das schon mal gehört von Ihnen? Okay, also jetzt ganz kurz, Beobachtung erster Ordnung, ich blicke auf Sie drauf. Ja? Ich gucke sozusagen in die Welt, gucke hier diesen Seminar an. Beobachtung zweiter Ordnung wäre, dass ich versuche, mich dabei zu beobachten, wie ich auf Sie blicke. Ja? Also das heißt, ich kann ja auch noch mal überlegen, schaue ich jetzt, wer sitzt hier wohl nach vorne, wer sitzt da hinten, ja? Gucken die einigermaßen freundlich oder nicht. Ja? Das heißt, das ist eine Beobachtung zweiter Ordnung. Und diese Beobachtung zweiter Ordnung ist also ein höherer Grad an Reflexivität. Und jetzt könnte man sagen, mit der Praxis des Vergleichs, also in der Renaissance, sozusagen tauchen Beobachtung zweiter Ordnung auf. Ja? Und jetzt könnte man sagen, diese Beobachtung zweiter Ordnung, die geben Ihnen nicht mehr diese Sicherheit, die Beobachtung, oder diese Dumpfheit, ja? Die Beobachtung erster Ordnung haben. Das heißt, wenn Sie gar nicht Ihr eigenes Beobachten, dann laufen Sie relativ sicher und stabil durch die Welt. Ja? Und sozusagen, das Gerät so ein bisschen erodiert, diese Unsicherheit sozusagen, verlieren Sie, wenn Sie Ihr eigenes Beobachten nochmal beobachten. So, und jetzt, also Dirk Becker sagt, es kommt also zur Beobachtung zweiter Ordnung und die unterminieren die vormoderne Ordnung. Jetzt zitiere ich Becker. Wer liest, muss davon ausgehen, dass andere auch lesen. Bei allen Aussagen über menschliche Lebewesen muss ab jetzt in Rechnung gestellt werden, dass man jetzt weiß, dass die Menschen zu anderen Zeiten und in anderen Regionen anders leben und anderes für selbstverständlich halten. So bei Becker. Becker referiert hier eigentlich jetzt
wenn man ganz ehrlich ist, ist das sozusagen eine Luhmann, sozusagen Paraphrase, also Luhmann hat das sozusagen mit Blick auf Montaigne beschrieben. Ja, also bei Montaigne gibt es so Passagen, sozusagen, er sagte, wie kannst du an deinen Gott glauben, wenn du weißt, wie der nächsten Hügel glaube ich an einen anderen Gott. Ja, so. Und Montaigne zum Beispiel, es gibt einen grandiosen Essay von Montaigne, da interessiert er sich eben für drei Brasilianer, die sozusagen zu Europa kommen. Und er blickt mit diesen drei Brasilianern sozusagen auf europäische Gesellschaften und fragt sich, wie abgefahren muss von unserer Ordnung aus deren Perspektive werden. Ja? Und dann sehen Sie sozusagen, spätestens in diesem Moment, wenn Sie diesen Blick einnehmen, ja, dann verliert sozusagen die funktionelle Ordnung, verliert sozusagen ihre Legitimität, ihre Überzeugungskraft. Dann gerät sozusagen alles ins Wanken. Und deshalb ist bei Montaigne, sehen Sie, dazu muss ich auch passen, nicht so lange diese Exkurse mache, ja. Deshalb sehen Sie bei Montaigne, dass diese Welt sozusagen erzittert, ja, diese Grundlagen existieren nicht mehr, ja. Dass auch wie auf seinen eigenen Körper blickt, ja. Das heißt also, was wir so als ein starkes Subjekt kennen, nichts davon gibt es bei Montaigne, ja. Dieser Montaigne beschreibt sich selbst, sagt, ich stehe nur aus Flicken und Fetzen, ja. Jeder Körperleib führt ein Eigenleben. So, und genauso also können wir sagen, der ganze Ordo-Vorstellung, ja, die gerät sozusagen alles. Jetzt wird in Stücke geschlagen letztlich, ja? Wodurch auch durch den Buchdruck, ja? Weil man weiß, Leute haben in anderen Ländern zu anderen Zeiten völlig anders gedacht, ja? Und das infiziert sie, davon werden sie nicht mehr frei. Das ist sozusagen das Gift, ja? Das Gift sozusagen Beobachtung zweiter Ordnung. So, eine der weitreichendsten Konsequenzen der Etablierung dieser neuen Form der Beobachtung ist, und jetzt kommt es, die Freisetzung von Kontingenz. Also Kontingenz wird dadurch freigesetzt. Also Kontingenz, können Sie damit begrifflich was anfangen? Oder sagen Sie, ja, gibt es schon noch so Klärungsbedarf? Gibt es schon noch Klärungsbedarf wahrscheinlich, ja. Also Kontingenz ist jetzt erstmal sozusagen, also es geht mindestens zurück bis eben zu Aristoteles, ja. Mein erster Prof sagt immer Aristoteles, ja, darüber können Sie jetzt schreiben, ich bin kein Altphilologe. So, also, Aristoteles würde ich jetzt mal ganz banal sagen. Und es ist jetzt erstmal damit logisch. Kontingenz ist alles, was nicht notwendig und nicht unmöglich ist. Ja, viele sagen so flapsig, Zufall ist aber nicht dasselbe. Wenn Sie würfeln, ne, das würde ich sagen, das ist ein Zufall. Ja? Sozusagen, aber Kontingent ist sozusagen nochmal dramatischer in Anführungszeichen. Also etwas ist nicht notwendig, aber ist auch nicht unmöglich. Ja? Also ich gebe ein ganz banales Beispiel. Irgendwie jemand ist 30 Jahre lang unglücklich gewesen, immer Single gewesen, eine andere Frau ist auch 30 Jahre unglücklich gewesen, die zwei finden sich, alle denken, na großartig, dass die noch zueinander finden. Ja? Große Hochzeit, alles geplant, am Abend vorher wird er von dem Bus überfahren. Ja? So, und dann fragen Sie, wie konnte das denn nur passieren? Wer kann das denn zulassen? Niemand. Ja? Niemand steht dahinter, niemand zieht die Fäden. Sowas kann passieren. Das ist nicht notwendig, ja? Aber ist auch nicht unmöglich. Und da würden Sie sagen, das ist die nackte Kontingenz. Ja? Dass der Typ gerade dieser Busfahrer an diesem Abend betrunken ist, er ist nie betrunken gewesen. An diesem Abend ist er betrunken. Und der Bräutigam geht eigentlich nie irgendwie sozusagen bei Rot über die Ampel. Aber an diesem Abend tut er es. Ja? Weil er noch schnell, ich weiß nicht, Blumen holen muss, was auch immer. Ja? Sozusagen, das passiert und dann fragen Sie sich ja. Wer kann das zulassen? Ja, muss man sagen, das ist die nackte Kontingenz. So, das ist auch möglicherweise, wenn Sie irgendwie einer Frau oder einem Typen begegnen oder sowas, ja, würde ich jetzt sagen, da zieht keiner die Fäden, das kann passieren, das kann auch nicht passieren. Ja, das ist die nackte Kontingenz. So, jetzt mit Luhmann heißt es, in modernen Gesellschaften kennen keinen alternativlosen Abschlussgedanken. Es gibt also keinen Abschlussgedanken, der nicht selbst nochmal problematisiert werden könnte, der sozusagen alles vernünftig ordnet. So, und gleichzeitig ist es so, dass diese Exemplar, mit denen hat irgendwie Montaigne dann gearbeitet, dass die ihre Überzeugungskraft einbüßen. Also die alten Exemplar haben immer häufiger keine überzeugenden Antworten mehr auf die neuen Herausforderungen bereit. Sie erweisen sich als Unterkomplex für die Reflexion der neuen Verhältnisse. So, also jetzt, was macht jetzt sozusagen die Moderne aus? Das ist nur eine grobe Skizze. Was macht jetzt die Moderne aus? Ja? Also für die Moderne ist charakteristisch, dass wir um eine gewisse Bodenlosigkeit der Verhältnisse wissen, jetzt steht hier in Klammern, mindestens aber wissen können, weil wir das im Alltag, glaube ich, häufig genug sozusagen ausschalten oder ablenken, ja, oder tabuisieren. So, das heißt aber erstmal sozusagen, letztlich sind die Verhältnisse bodenlos. Ja. Wir können die symbolische Ordnung anders organisieren, wir können die sozialen Verhältnisse anders organisieren. Ja. Es gibt sozusagen keinen letzten Supervisor, der sagt sozusagen, so solltet ihr die Welt einrichten. Ja. Es gibt sozusagen immer Beobachter, die sagen, wie kommst du denn eigentlich dazu? Ja? Und da fragt dieser Beobachter den großen Supervisor sozusagen, nenn mal bitte deine Gründe. Ja? Aber jeden Grund gibt es einen Gegengrund. Ja? So, das meine ich jetzt mit Bodenlosigkeit. Ja? Die Moderne ist sozusagen für die Moderne ist Bodenlosigkeit charakteristisch. Also wir sind längst von den Beobachtungen zweiter Ordnung infiziert. Es wird immer schwerer zu ignorieren,
dass sich für andere Organisationen des Sozialen ebenfalls gute Gründe anführen lassen. Also müssen Sie nur Ethnologie studieren zum Beispiel. Ja? Müssen Sie nur einmal irgendwie über europäische Forschung von Familie nachdenken und dann sehen Sie schon, das ist ja auch irgendwie kurios, dass man das so organisiert, wie das hier so üblich ist. Also die Einsicht, dass viele gesellschaftliche Arrangements weder notwendig noch unmöglich, also mithin kontingent sind, ist ja noch längst kein Privileg der Reflexionseliten mehr und sagt Kontingenz längst den Nimbus eines innerakademischen Fachterminus eingebüßt. Ja, also das heißt, ich glaube jetzt die Erfahrung von Kontingenz, die machen noch längst jenseits der Universität. Das ist jetzt kein Privileg von Professorinnen oder sowas. Ja, sozusagen, wir beschreiben es vielleicht so, aber ich würde jetzt davon ausgehen, also erstens, die Erfahrung verbreitet sich und zweitens wird auch dieser Begriff gewinnt so eine gewisse Popularität. Also, als in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bevorzugt innerhalb der Philosophie Kontingenz zum Gegengestand gemacht wurde, da gab es eine ganze Reihe von Beiträgen und Debatten, die ich jetzt alle gar nicht aufführe, galt sie manchen als Bedrohung, die es zu bewältigen galt, sozusagen das alte Europa muss ein Bollwerk gegen diese Kontingenzerfahrung bilden, ja, und andere fanden es begrüßenswert, ja, wie Udo Marquardt zum Beispiel, der so einen fröhlichen irgendwie Skeptizismus feiert. Und doch blieb die Verwendung des Begriffes Kontingenz zunächst im wissenschaftlichen Personal vorbehalten. Also zunächst war es ein Terminus innerhalb der Scientific Community. Eine besondere Pop-Appeal hätte ihm während jener Zeit wohl kaum jemand attestiert. Dies änderte sich erst, als hierzulande die Arbeiten des US-amerikanischen Neopragmatismus, des französischen Poststrukturalismus, da hat Frau Schmidt das auch recht, ja, sowie eben der Gender und der Queer Studies verstärkt rezipiert wurden. Also ich würde sagen, die sozusagen. Ja, die sozusagen steigern und sagen, ja, die arbeiten mit diesem Begriff, ja, und machen den für uns anschlussfähig. Jetzt kommt so eine Miniskizze. Übrigens, wenn Sie jetzt dazu mal eine Nachfrage haben, ja, direkt einfach, direkt melden, also von mir, bitte direkt melden, sagen, hier, das geht mir zu schnell, bitte erklären Sie das. Also, nachdem Michel Foucault und Jacques Derrida in den 1970ern den Glauben an eine unverrückbare Ordnung der Dinge radikal entzaubert hatten, ja, also wenn Sie einigermaßen Foucault gelesen haben, einigermaßen Derrida gelesen haben, dann sehen Sie, also eine Ordnung ist immer eine Ordnung der Dinge. Ja? Und es gibt nicht die Ordnung der Dinge. Ja? Das ist ein berühmter Titel von Foucault. Also das haben, wir können uns sagen, in den 70ern, ja, haben diese Arbeit schon mal Derrida und Foucault gemacht. Dann in den 80ern, Rorty kam in den späten 80ern, hat den Nachweis geführt, dass nicht allein die Sprache und das Gemeinwesen kontingent sein, sondern auch noch das Selbst. Ja? Also auch die Form, wie wir uns selbst thematisieren, die ist auch noch kontingent. Also nicht nur die sozialen Arrangements da draußen, sondern wie wir über uns selbst nachdenken, das ist auch noch kontingent. So, jetzt kann man sagen, das sind alles Vorläufe in Anführungszeichen. Das radikalisiert wird das jetzt von Judith Butler. Sie attackiert die hegemoniale Position medizinischer Diskurse und der sogenannten Hard Sciences. Ja? Also nach dem Motto, wir meinen ja nur Kulturwissenschaften, wie es sich wirklich verhält. Ja? Klammer auf, hat eine empirische Studie aus den USA gezeigt, Klammer zu. Ja? Sozusagen, also das lässt sie nicht zu. Ja? Also sagen jetzt, nach dem Motto, hier gibt es hier Weichen für sozusagen harmlose Diskussionen der Kulturwissenschaften. Und wenn es ans Eingemachte geht, dann gehen wir auf die Medizin, auf die Biologie zurück. Ja? Was Butler macht, sie radikalisiert das nochmal und sozusagen sie zieht diese Differenz zwischen den sogenannten Weichen und den sogenannten harten Diskussionen brutal ein, ja? Mit sehr guten Gründen, und sagt, das ist selbst ein Diskurs. Ja? Das ist nicht so, sozusagen, hier Diskurse machen wir in den Humanities und dann gibt es die richtige Forschung irgendwie in der Medizin oder sowas. Nein, das sind alles Diskurse. Ja? Jetzt ist es wirklich so, jetzt muss ich ein bisschen so schnell. Also was ist jetzt mit der Wissenschaft, was ist jetzt eine Fachschaft? Vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufholen. Sonst komme ich hier gar nicht mehr mit. Okay. Vielleicht geht es auch noch. Ja, also erstmal jetzt, in eckigen Klammern, ja, sage ich sowas gerne. Wenn Sie diese Frage stellen, mindestens die Hälfte hat dieselbe Frage im Kopf, nur sie traut sich nicht. Ja? Also von daher, Sie sprechen, würde ich sagen, immer mindestens für die Hälfte. Also erstmal, ich werde jetzt noch weiter richtig vorstellen, mit Zitaten und so weiter. Ja? Also an dieser Stelle erstmal nur, ich behaupte, dass Foucault und Derrida in den 70ern, man könnte sagen, das Vertrauen in das Abendland so weit irgendwie unterminieren. Ja? Und mit dieser Arbeit zum Beispiel jetzt, also Foucault mit dieser Genealogie und Archäologie und Derrida mit der Dekonstruktion. Ja? Also dass die erstmal, man könnte jetzt sagen, aus Butlers Perspektive eine ganz wichtige Vorarbeit leisten. Ja? Also das heißt, die rauben uns das Vertrauen, ja, dass es eine vernünftige Ordnung der Dinge gibt. Ja? Also zum Beispiel jetzt nur so ein Mini-Exkurs zu Foucault. Ja? Foucault interessiert sich für sogenannte Episteme. Ja? Foucault sagt, es gibt also sozusagen, es gibt, was muss ich sagen, also es gibt
Organisationsprinzipien, ja, die nochmal das Wissen selbst organisieren, dass ich in die ganz sozusagen, also das für eine bestimmte, für Jahrzehnte stabil ist, ja, und dann auf einmal kann man feststellen, dann gibt es irgendwie einen radikalen Bruch, einen Wandel, der sich in Jahrzehnten irgendwie sozusagen vollzieht oder in wenigen, und dann möglicherweise bleibt es wieder stabil für 200 Jahre. So, und wenn man einmal diese Arbeit gemacht hat, also wenn man gesehen hat, welche epistemmäßig, wie die epistemmäßig umwälzen, ja, dann merkt man, also wir sind auch so, wie wir denken, so wie wir argumentieren, so wie wir Diskurse, in Diskurse verstrickt sind, ja, die folgen immer einer ganz bestimmten epistemischen Ordnung. Und dann sieht man schon mal erst, also es gibt keinen Durchgriff auf die Dinge selbst. Ja. Also das heißt, wie wir etwas organisieren, folgt immer einer ganz bestimmten Ordnung. Also, es gibt ja hier sogar, ich darf auf die Tafel zugreifen wahrscheinlich, ja? Also jetzt so, jetzt nur ganz, ganz schlicht, ja? Also die Namen von der Saussure, habt ihr das schon mal gehört? Ja, also Linguist, ja, kennt man Linguist, nicht ganz unwichtig. Der unterscheidet zwischen dem Signifikat und dem Signifikanten. Also das heißt, er sagt, es gibt ein Zeichen und es gibt ein Bezeichnetes. Also ein Bezeichnetes ist jetzt irgendwie zum Beispiel dieses. Dieses Teil hier und dieses Teil. Ja, und dieses Teil. So. Und jetzt gibt es ganz bestimmte Zeichen, mit denen wir operieren. Ja? So, und jetzt können wir jetzt irgendwie darstellen. Jetzt könnte ich jetzt hier Wörter an die Tafel machen und so weiter. Ja? Also, ja, das ist irgendwie so ein Teil, was wir hatten. Und das ist jetzt sowas. Und das war das dritte, wovon ich gesprochen hatte. Ja? So, und jetzt gibt es. Und dann gibt es auch noch Wörter, die wir benutzen. Ja? Also Tisch, Stuhl und jetzt sagen wir einfach mal Dozent. Ja? So, und jetzt die ganz schlichte Beobachtung, ja, von de Saussure ist, dass diese Beziehung, und er nennt es jetzt arbiträr ist, ist also nicht notwendig. Es gibt überhaupt keinen Grund, dieses Objekt Tisch zu nennen oder dieses Objekt Stuhl zu nennen, ja? Oder dieses Objekt Dozent zu nennen. Das ist also arbiträr, das heißt, sie ist künstlich. Diese Verbindung ist künstlich, sie ist gestiftet. Ja? Wir könnten das Ganze auch irgendwie, wir könnten diese Objekte eins rüberschieben und könnten sagen, also dieses Teil nennen wir Tisch, ja? Dieses Teil nennen wir Stuhl und so weiter und so weiter. Ja? Also das heißt, es gibt, man könnte jetzt sagen, also es sind Konventionen, ja? Also Ordnungen sind gestiftet. So, und wenn Sie das sozusagen einmal so ein bisschen durchdeklinieren, ja? Das ist sozusagen, könnte man sagen, das ist jetzt ein Schritt. Okay, jetzt mache ich doch diesen einen mit Blick auf die Uhr. Jetzt gehe ich ganz kurz auf Derrida ein, ja, wirklich nur super, super schlicht. Also, was heißt Dekonstruktion? Ja? Also, meine Vermutung ist, dass Sie das schon mal gehört haben, aber jetzt wahrscheinlich nicht sehr intensiv gelesen haben. So. Weil Sie auch in erster Linie erstmal in der Typwissenschaft studieren oder weiß nicht, was Sie noch so treiben. Also, jetzt in aller wirklich gnadenlosen Kürze. Mit Dekonstruktion wird eine ganz bestimmte Haltung der Lektüre beschrieben. Also, nach meiner Lesart. Ja? Das ist jetzt kein Lexikonartikel. So, also was ist das Anliegen von Derrida? Man könnte sagen, das Anliegen von Derrida, das ist jetzt, es wird ja auch aufgezeichnet, das ist schon jetzt brutal, dass ich es so knapp mache, aber ich mache es trotzdem, ja? Für Sie. Ja? Also, das Anliegen von Derrida besteht darin, den Texten ihre Uneindeutigkeit zurückzuerstatten. Also das heißt, Texte, wir lesen in der Regel einen Text, jetzt, wenn ich auch meinen Vortrag nochmal lese, ja, das habe ich vorhin im Café auch gemacht, nochmal gelesen, und in der Regel lesen wir das so sozusagen, dass wir den sozusagen relativ schlicht irgendwie runterlesen und haben den Eindruck, da gibt es eine Argumentation, die führt von dem ersten zum zweiten, zum dritten und am Ende haben wir die Moral von der Geschichte und so weiter. Ja? Und jetzt würde Derrida sagen, das ist eine brutale Unterschätzung in den Texten, radikal unterkomplex. Und Derrida hat mal ein großes Interview für die Zeit gegeben, das waren 2,5 Seiten lang, Thomas Assauer hat das mit ihm geführt und noch ein anderer, den Namen habe ich vergessen. Und Assauer, der ein sehr, sehr genauer Leser ist und ein sehr genauer Schreiber, ja, ein sehr kluger Typ in dem Feuilleton, Habermas studiert. Ja. Und das beginnt mit dem Kommentar, sozusagen sagt, dieses Interview war eine Übung in Genauigkeit, weil Derrida nie damit zufrieden war. Es war ihm immer noch nicht genau genug. Ja. So, das heißt, dieser Derrida, der würde jetzt bei einem Text von, nehmen wir an, jetzt irgendwie ein Zitat, das ich nachher habe, der würde jedes Zitat auftrennen. Der würde sagen, okay, wir fangen jetzt hier mit dem ersten Wort an, jetzt fangen wir mit dem zweiten an, jetzt fangen wir mit dem dritten an. Und jetzt schauen wir, welche Lesart gibt es denn? Und schon allein im ersten Satz sind im zweiten Fall 5 Lesarten sozusagen, könnt ihr schon identifizieren. Und dann müssen Sie sich fragen, welche von diesen Strängen will ich denn weiterverfolgen? Und jede Lesart wird sich im nächsten Satz, oder viele von diesen Lesarten, wird sich sozusagen nochmal aufzweigen. Und nochmal aufzweigen. Ja? So, das heißt, wenn Sie jetzt mal so ganz, ganz schlicht
keine Ahnung, hier beginnt sozusagen dieser Text, ja, und dann haben Sie schon hier, das sind die ersten zwei, drei Sätze von mir, ja, und dann machen Sie hier möglicherweise sagen, das ist schon gar nicht so einfach zu entscheiden, wie Sie sozusagen diese Wegegaben, wie Sie entscheiden sollen, ja, und dann stellen Sie fest, hier verzweigt sich das, hier verzweigt sich das, hier verzweigt sich das, und das Ganze spielt hier sozusagen auch nochmal eine Rolle und so weiter, ja, und dann sehen Sie zum Schluss, Sie haben ein Geflecht, ja, ein Geflecht, und Sie können schlecht sagen, also von diesem Ganzen, wir sind jetzt nur bei den ersten drei Sätzen, ja. Jetzt können wir sagen, was gibt Ihnen denn das Recht zu sagen, das hier ist die einzige vernünftige Lesart? Das meine ich, das ist mit radikal unterkomplex. Das heißt, wir müssen sagen, Texte, jeder Text betet, ja. Sozusagen jeder Text ist sozusagen, zittert in einer gewissen Vorverweisung, und Derrida würde ich sagen, das ist sozusagen das der ethische Anspruch, in Anführungszeichen, während diesen Texten genau das wieder zurückzuerstatten. Dass wir uns also klar machen, wir gehen in der Regel relativ gewaltsame Texten um. So. Und das werden wir nachher werde ich Ihnen zeigen, was das warum das für Butler irgendwie wichtig ist. Ja? So, also das heißt, diese beiden, also Foucault, ja, zum Beispiel jetzt mit der Episteme, ja, und Derrida mit der Dekonstruktion, ja. Jetzt können wir sagen, die sind Vorbereiter für das Theorieprojekt von Judith Butler. Und der dritte noch, man könnte es auch anderen nennen, der dritte im Bunde ist Richard Rorty, der zum Beispiel sagt, jetzt schauen wir uns mal an, mit welchem Vokabular beschreiben wir uns eigentlich selbst. Also mit welchen Begriffen beschreiben wir uns selbst? Wenn Sie morgens sich rasieren, ja, oder auch nicht, also gucken in den Spiegel oder putzen die Zähne, gucken und fragen sich sozusagen, gibt ja manchmal so Momente, ja, wer bist du eigentlich? Ja? Oder dass Sie sich fragen, wie konntest du das bringen, was du gestern in der Situation, ja, also das hat mit meinem Selbstbild herzlich wenig zu tun. Ja? Es gibt ja so, dass ich immer wieder mal überrascht und denke, ach du liebe Zeit. Ja? Also Sie können ja auch mal positiv überraschen, das ist ja auch durchaus denkbar. Ja? So, und jetzt würde Rorty dafür jetzt erstmal sagen, das Vokabular, das wir haben, ja, die Begriffe, die Palette von Begriffen, sind hochkontingent. Dass wir uns jetzt gerade mit diesen Begriffen, mit diesen Vorstellungen beschreiben. Und jetzt denken Sie an Montaigne und so weiter, und eben nicht mit anderen Begriffen, mit denen wir uns auch beschreiben können. Ja? So, also das heißt, Sie sehen, es wird immer mehr sozusagen gerät in die Schwebe, immer mehr mit Kontingent, und davon sozusagen sind wir infiziert. Und das ist jetzt, zu Butler komme ich ja noch, ja? Und Butler könnte man jetzt sagen, treibt das sozusagen nochmal weiter, indem Sie zum Beispiel die Unterscheidung mit Mann und Frau in Frage stellt, ja? Indem Sie auch noch die Unterscheidung von Sex und Gender, ja, und man könnte sagen, im Mainstream der Geschlechterforschung ist die Unterscheidung von Sex und Gender angekommen, da würde man sagen, okay, was macht Judith Butler, geht hin und kreuzt sozusagen irgendwie, also klammert eigentlich sozusagen beides ein, ja, also das heißt, sie wird sozusagen von ihr noch weiter radikalisiert, weil sie sagt zum Beispiel, bei der Unterscheidung von Sex und Gender arbeiten wir immer noch sozusagen mit biologischen Diskursen. Ja, also nach dem Motto, jetzt könnte man sagen, wie reaktionär ist denn diese Unterscheidung, wenn man den Eindruck hat, also hier wird suggeriert, hier gibt es was Festes, Biologisches und der Rest ist sozusagen irgendwie Performance obendrauf. Ja? Also mit dieser Unterscheidung, die zieht sie auch ein. Ja? Also deshalb könnte man sagen, es ist also eine fortschreitende Radikalisierung der Theoriearbeit bei Butler. Ja? Und deshalb ist auch Butler zum Teil so schwer zu lesen, weil sie in der Regel sozusagen wissen, Foucault und Derrida, Lyotard oder Lacan schon kennen müssen, weil sie sozusagen die nochmal weiter dreht, sozusagen. So, soweit erstmal bis hier. Also es ist sehr hilfreich, wenn Sie unterbrechen und gut. Also 1990 erscheint Gender Trouble in den USA, nur ein Jahr später schon in Deutschland, deutsche Übersetzung extrem ungewöhnlich, ja, und das noch gleich bei Surkamp. Und dann gibt es kurz danach, 1993, von Ihrem Text zum Feminismus und Postmodernen in der Gegenwart. Und da schreibt sie einen Beitrag, der heißt Kontingente Grundlagen. Da taucht genau das auf. Kontingente Grundlagen. Ja? Also was bei mir auch im Titel auftaucht. So, jetzt gibt es, muss ich mal kurz schauen. Also, und jetzt würde ich behaupten, dass sie hier genau das, was ich angesprochen habe, diese Bodenlosigkeit der Verhältnisse, die trägt sie auch in die Theoriebildung. Also das heißt, sie sagt jetzt, diese Bodenlosigkeit, die gilt nicht nur draußen für die Welt. Und wir Feministinnen, wir stehen aber auf festem Grund. Ja, nur draußen irgendwie gerät alles irgendwie ins Schwimmen. Nein, sie sagen, Leute, sozusagen diese Form der Identitätspolitik, dass wir jetzt emphatisch von uns Frauen sprechen, das ist auch problematisch. Das heißt, wenn wir dieser Theoriearbeit ernst nehmen, dann geht es ja auch für unsere eigene Theoriearbeit. Das heißt, deshalb ist das Stichwort Reflexivität. Jede Theoriearbeit muss reflexiv sein. So, jetzt gibt es ein Zitat, ich muss jetzt ein bisschen was freier machen, sonst da habe ich ja heillos ins Hintertreffen. Also,
Gut, jetzt heißt es hier, das ist jetzt also von 93, hier kontingente Grundlagen, eine dem demokratischen Protest im Horizont des Postkolonialismus verpflichtete Gesellschaftstheorie muss einen Weg finden, die Grundlage, diese notwendigerweise zugrunde liegt, auch wieder in Frage zu stellen. Das heißt, wenn wir jetzt als Feministin im Namen von Frauen sprechen, ja, müssen wir eigentlich so ehrlich sein, auch über diese Kategorien nochmal darüber nachzudenken. Und möglicherweise auch darüber nachzudenken, ob wir dieses im Namen von, ja, ob das nicht sozusagen schon eine gefährliche sozusagen Geste ist. Ja? Also, dass nicht eine Geste der latenten Entmündigung ist. Ja? Deshalb gab es ja auch die Debatte, ja? ich glaube, in den späten 60er Jahren die schwarze Frauen sozusagen gegenüber dem weißen feministischen Mainstream beklagt, sozusagen, wir wissen schon selbst, was unsere Probleme sind. Ja? Das müssen die uns nicht erzählen. Und so. Also, deshalb ist sozusagen auch gerade sozusagen, könnte man sagen, die gut gemeinte politische Geste, ja, die kann übergriffig sein. So, und jetzt geht es weiter, und jetzt die von Jacques Derrida entwickelte Praxis der Dekonstruktion bleibt daher nicht der Textarbeit vorbehalten. Sie gilt für jede Form der Theoriearbeit, für jede Form der Dokumentation. So, jetzt kommt das hier, ich lese es einfach vor. Dekonstruieren meint nicht verneinen oder abtun, sondern in Frage stellen und, vielleicht ist dies der wichtigste Aspekt, ein Begriff, wie das Subjekt für eine Wiederverwendung oder einen Wiedereinsatz öffnen, die bislang noch nicht autorisiert wurde. So, das Dekonstruktion jetzt zum Beispiel den Begriff Subjekt dekonstruieren. Heißt also nicht sozusagen, wir lassen es sein, ja, das ist radikal entzaubert, das war's. Sondern das heißt, jetzt könnte man sagen, wenn jetzt hier oben, ne, Subjekt steht, das heißt sozusagen nochmal sozusagen diesen Begriff nochmal neu denken. Ja? Nochmal zum Beispiel zu sagen, wie kam es denn dazu, dass Subjekt, dass nur das hier als Subjekt gibt, in der Regel sozusagen ein souveränes männliches Subjekt, weißes Subjekt und so heterosexuell und so weiter. Ja? Das heißt, was ist denn möglicherweise ist der Subjektbegriff viel reicher, viel komplexer, als wir in der Theorie bisher gedacht haben. Also genau jetzt könnte man sagen, dass diese Texte viel komplexer sind, wie sie leider Gottes nur so unterkomplex, so plump gelesen haben. Ja, also wir haben die Texte trivialisiert. So könnte man sagen, möglicherweise ist auch der Subjektbegriff trivialisiert worden. So, deshalb zum Beispiel ist Derrida sozusagen interessant für Sie, ja, so nach dem Motto, es ist nicht so, dass wir jetzt nach Foucault, nach Derrida nicht mehr vom Subjekt sprechen dürften. Ja, jetzt könnte man fragen, wer soll denn das auch behaupten, ja. Aber wir müssen sozusagen auf diesem Komplexitätsniveau, das sollte man nicht unterschreiben, aber möglicherweise neu vom Subjekt sprechen. Ja, und das wäre zum Beispiel mit einem Gestus der Dekonstruktion. Also das heißt, das Subjekt dekonstruieren heißt nicht, sich davon zu verabschieden, sondern heißt möglicherweise an Theorietraditionen anzuknüpfen, die leider Gottes irgendwie nie richtig entwickelt wurden oder verschütt gegangen sind. Ja. So, jetzt könnte man also sagen, seit den 90er Jahren gibt es gewichtige Stimmen, welche die sondern eine transzendentale Obdachlosigkeit nicht länger betrauern, sondern den Aufweis der Kontingenz vormals verbürgt, der notwendige Sachverhalt einen Zugewinn an Möglichkeiten und Gestaltungsraum erkannten. So, jetzt steht bei mir unter jedem Kapitel freie Zusammenfassung, ja, für Sie. Also worum ging es jetzt im ersten Kapitel, freie Zusammenfassung? Also, man könnte jetzt behaupten, dass im Lauf der 80er und 90er Jahre Kontingenz, also in ganz bestimmten wissenschaftlichen und politischen Kontexten, Kontingenz nicht länger jetzt gescheut wird, wie der Teufel das Weibes erfürchtet, ja? Sondern dass Kontingenz möglicherweise jetzt als Begriff sozusagen ins Visier gerät, der auch sozusagen neue Freiräume eröffnet. Also das heißt, die Erfahrung, dass etwas kontingent ist, muss uns nicht länger nur Angst machen, so nach dem Ach du liebe Zeit, ja, wir haben die eine Ordnung verloren, sondern jetzt könnte man sagen, ja Leute, die eine Ordnung haben wir verloren. Was haben wir dafür gewonnen? Wir wissen um eine Pluralität von Ordnungen. Und jetzt könnte man sagen, politisch folgt daraus, wer ist dafür verantwortlich, wie wir diese Welt einrichten, wenn nicht wir selbst. Wir sind es, die diese Welt einrichten. Wir sind es, die sich für eine ganz bestimmte Ordnung einsetzen oder nicht. Ja? Das heißt, es gibt keine Ordnung der Dinge. Und deshalb könnte man sagen, der Aufweis von Kontingenz, also dass die Dinge sind nicht notwendig, aber es sind auch nicht unmöglich. Ja? Also wie wir zum Beispiel das Geschlechterverhältnis organisieren, wie wir das Verhältnis zwischen Studierenden und Hochschullehrerinnen organisieren. Ja? Das steht nirgends geschrieben. Also wir haben das im Zweifelsfall internalisiert, wir haben es habitualisiert von unseren Erfahrungen. Ja? Aber das hieße nicht, dass es nicht ganz anders denkbar wäre. Und das könnte man sagen, das ist die Erfahrung von Kontingenz. Es könnte ganz anders sein. Klammer auf, und wer soll sich dafür einsetzen, wenn nicht wir? Ja? Also das heißt, Kontingenz, ja, was anfangs häufig sozusagen so Angst machte, ja, wird von dieser Theoriearbeit vorbereitet, sozusagen jetzt auf einmal auch politisch interessant.
Und deshalb gibt es eine Reihe, also ich will das jetzt gar nicht komplizierter machen, Jacques Rancière, sozusagen ein hochinteressanter französischer Philosoph, der im Moment sehr intensiv gelesen wird, der arbeitet ganz stark mit diesem Kontingenzbegriff. Ja. Gut, also das ist jetzt erstes Kapitel. Ja, so weit einigermaßen okay? Mhm. Gut, jemand jetzt, ich glaube auch das meiste wird so ein bisschen harmlos wahrscheinlich. Jetzt also zweites Kapitel, performative Praktiken oder der unendliche Mangel an Sein. Ja? Der unendliche Mangel an Sein, könnte man sagen, ist auch so eine Art Zusammenfassung des ersten Kapitels. So, und jetzt diese Praktiken, hatte ich behauptet, reagieren auf diesen Mangel an Sein. Also der mangelnde Rückhalt in den Dingen gilt auch für das Geschlecht. Gibt es keine ungefragte Seinsordnung mehr, erleben wir also in postmetaphysischen Zeiten, geraten sämtliche Ontologien in die Krise. Und dies macht dann auch für die Bestimmung des Geschlechterverhältnisses nicht Halt. Um es noch pointierter zu formulieren, Butlers Auseinandersetzung mit der Sprechakttheorie, wie sie in den 1990er Jahren immer mehr intensiviert, verdankt sich auch diesem Wissen um den unendlichen Mangel an Sein. Also Sprechakttheorie, möglicherweise kann man darauf sprechen, irgendwie zu sprechen, das ist wichtig für diese ganze Performance-Theorie. Ja? So, ich erläutere das jetzt eben kurz. Was hat das, was ich jetzt erzählt habe, für das Geschlechterverhältnis und dessen Reflexion damit zu tun? Eben weil sich Männer und Frauen nicht länger auf eine stabile, unhinterfragte Geschlechterontologie berufen können, weil die Grundlagen brüchig werden, weil Beobachtungen zweiter Ordnung um sich greifen, weil das Wissen um die Kontingenz symbolischer Ordnung grassiert, müssen wir nun unsere Anstrengung intensivieren, uns als richtige Männer und als richtige Frauen zu inszenieren. Die performativen Anstrengungen antworten gleichsam auf die Tatsache, dass man nicht länger als verbürgt und sicher gelten kann, was es bedeutet, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein. Also die vermeintlich verbürgte Geschlechterordnung erscheint damit angreifbar und sie muss sich nun absichern und stabilisieren. Und so geraten auch theoretisch nun jede soziale Praktik in den Fokus, über die sich die Ordnung der Geschlechterverhältnisse reproduziert. Die Infizierung mit Beobachtungen zweiter und dritter Ordnung sowie das Fortschreiten Kontingenzbewusstseins sind daher ein ganz wichtiger Grund für das Interesse an Praktiken des Doing Gender. So, ja, also ich behaupte jetzt, eben weil auch die Geschlechterordnung brüchig wird, müssen wir überhaupt erst was dafür tun. Ja, Sie können ja mal überlegen, ob Ihr Großvater, wahrscheinlich oder Ihre Großeltern oder Großmutter, weiß ich, wie sehr die infiziert sind von Beobachtung zweiter Ordnung, im Zweifelfall nicht sehr ausgeprägt. Ja? In dem Zweifel haben die auch kein riesiges Problem damit zu sagen, was es heißt, ein Mann zu sein in Leipzig oder in Halle oder wo auch immer, oder Großvater zu sein, ja? Oder Bauarbeiter zu sein, oder ich weiß nicht, bei einer Bank in der Filiale als Postbeamter zu arbeiten oder eben so. Ja? Das heißt, es könnte sein, dass erst, wenn diese Kontingenzerfahrung um sich greift, ja, dann wird auch sozusagen Geschlechtsidentität angekränkt. Ja, und darauf behaupte ich jetzt, darauf sozusagen reagieren diese Praktiken des Blue Gender, also dass sie jetzt sozusagen viel intensiver betrieben werden müssen. Ja. Also, und jetzt komme ich dann auch zu Bart, denn eine ihrer neueren Studien, die sehr lesbar ist, ja, also wenigstens in beiden Teilen, die Macht der Geschlechternorm aus dem Jahr 2009 macht Bart dies zum Gegenstand. In der erfreulich lesbaren Einleitung heißt es, und das ist viel, viel lesbarer als die allermeisten Sachen von dir, also das ist jetzt hier 2009, und das ist ein ganz schlichter Satz, der es aber ein bisschen in sich hat. So, jetzt heißt es hier, wenn ich jemand bin, der nicht sein kann ohne ein Tun, dann sind die Bedingungen meines Tuns zum Teil die Bedingungen meiner Existenz. Also nochmal, wenn ich jemand bin, der nicht sein kann ohne ein Tun, dann sind die Bedingungen meines Tuns zum Teil die Bedingungen meiner Existenz. So, also, das heißt, erstmal, Sie sehen hier, dass das Sein mit dem Tun miteinander ganz eng zusammenhängt. Also man könnte jetzt sagen, also das Sein verliert sozusagen immer mehr an Legitimität, an Überzeugungskraft, ja, das ist dieser Mangel an Sein, ja. Das wird sozusagen immer schwächer, das wird nicht mehr groß geschrieben, sondern immer nur klein geschrieben. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesem Makro? Und diese Lücke muss ausgefüllt werden vom Tun, also von Praktiken. So, und das heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, wer ich eigentlich bin, sondern bin ich nur durch Praktiken, ja, dann muss ich mich für diese Bedingungen interessieren, die sozusagen meine Praktiken regulieren. Ja, und dann sehen Sie auf einmal, wer ich jetzt bin, wer ich jetzt in Anführungszeichen, wer ich jetzt wirklich bin. Ja, das ist keine Sache, die mir in den Schoß gelegt ist, ja, sondern das hängt mit sozialen Praktiken zusammen. Und diese sozialen Praktiken habe ich nicht selbst alleine irgendwie erfunden.
sondern diese Praktiken werden, das sind auch andere involviert, das sind Strukturen involviert, andere Personen, systemische Zusammenhänge und anderes mehr. Also ich würde jetzt behaupten, so einen solchen Satz hätte Butler vor 20 Jahren nie geschrieben. Ja? Hätte sich jetzt im Zusammenhang schreiben können, ja? Weil da war sie in ganz heftiger Auseinandersetzung. Und jetzt ist das, würde ich sagen, dieser Satz verrät schon auch so eine gewisse Gelassenheit. Ja? Der Gelassenheit zu sagen, okay Leute, ich kann das auch mal, ich kann es auch mal lässiger schreiben. So, also Identitätsfragen. Wenn ich jemand bin, werden darüber soziale Praktiken beantwortet. Und dabei wird sofort deutlich, dass die Inszenierung und die Reinszenierung eines Geschlechts keine spielerische Angelegenheit ist, wie es der Begriff der Performance vielleicht nahelegen könnte. Ein Mann zu sein, eine Frau zu sein, eine Studentin zu sein, eine Hochschullehrerin zu sein, ein Vater oder eine Mutter zu sein, bedeutet nach Butler stets unter Zwang zu operieren. Das bedeutet, sich in einem Terrain zu bewegen, das bereits kartiert ist, dessen Grenzen abgesteckt sind, das von Regimen der Anerkennbarkeit reguliert wird. Und so zeigt sich schnell, dass hier Handlungsfähigkeit und Enteignung auf komplizierte und höchst perfide Weise ineinander verschränkt sind. So, jetzt kommt nochmal ein längeres Zitat, glaube ich. Genau. Ja. Also, die Sachen, die jetzt kursiv sind, die habe ich jetzt für Sie kursiv gesetzt. Ja. Also, und ich hätte jetzt gleich die erste Zeile auch kursiv gesetzt, habe ich vergessen. Also, wenn Gender eine Art von Tun ist, ja, also wenn Gender eine Art von Tun ist, eine unablässig vollzogene Tätigkeit, die zum Teil ohne eigenes Wissen und ohne eigenes Wollen abläuft, ist es aus dem Grund nicht schon automatisch oder mechanisch. Im Gegenteil, Gender ist eine, kursiv jetzt, Praxis der Improvisation im Rahmen des Zwangs. Grandios, ja, grandios schlicht formuliert, würde ich behaupten. Außerdem spielt man seine Geschlechtsrolle nicht allein, man spielt immer mit oder für einen anderen, selbst wenn dieser andere nur vorgestellt ist. Was ich als das eigene Gender bezeichne, erscheint manchmal als etwas, dessen Urheber ich bin oder das ich sogar besitze. Die Bedingungen, die das eigene Gender kreieren, liegen jedoch von Anfang an außerhalb meiner selbst. Wurzeln außerhalb meiner selbst einer Sozialität, die keinen einzelnen Urheber kennt. Und mich schon gar nicht, könnte man anfügen. Ja? Also, das bedeutet, das sogenannte eigene verdankt sich gerade dem, was sich der eigenen Verfügbarkeit entzieht. Wir sind also auf ganz elementare Weise auf andere angewiesen, um jene Handlungsfähigkeit zu erlangen, die uns die Illusion schenkt, die Akteure des eigenen Lebens zu sein. Also jetzt vielleicht nur kurz in Klammern. Butler hat dann auch angefangen, Levinas zu lesen und so weiter, also französische Dialogphilosophie, und das merkt man hier, das kommt hier so zum Tragen. Also dem handlungsfähigen Subjekt ist daher eine Paradoxie eingeschrieben. Und das ist auch, will ich sagen, jetzt grandios gefasst von mir. Also, man könnte jetzt sagen, Enteignung und Besitzergreifung gehen Hand in Hand. Kurz Zitat von Butler, ohne Folie. Man ist auf dieser Außenwelt angewiesen, um Anspruch auf das erheben zu können, was einem gehört. Jetzt, das Selbst muss auf diese Weise in Sozialität enteignet werden, um von sich Besitz ergreifen zu können. Also, das heißt, Sie sehen, wenn Sie auf andere angewiesen sind, auf eine Sozialität, die Sie nicht organisiert haben, die Sie nicht arrangiert haben, die nicht auf Sie hören, die Sie nicht fragt, welche Vorlieben Sie denn haben, wenn Sie darauf angewiesen sind, um sich selbst zu finden, in Anführungszeichen, also um eine eigene Person zu sein, ja, dann sehen Sie, Besitzergreifung von sich selbst und Enteignung gehen Hand in Hand. Also diese Paradoxie finden Sie in der Erzählung ja ganz ähnlich, sozusagen bekannt. Ja, wie können Sie durch zur Freiheit erzielen bei dem Zwang? Ja, und jetzt könnte man hier auch sagen, wie soll ich denn ich selbst werden? Ja, also selbstständig, irgendwie halt ist autonom. Ja, wenn ich dazu auf eine Sozialität als etwas außerhalb meiner selbst angewiesen bin, das ich nicht kontrollieren kann. Das ist diese Paradoxie, die in dem Subjekt steckt. Also jetzt steht hier wieder freie Zusammenfassung. Also, dieses Kapitel hieß, dieses Kapitel von Karamanz, glaube ich, oder soziale Praktik als Reaktion. Also nochmal, im ersten Kapitel habe ich versucht zu zeigen, Kontingenz und das Bewusstsein von Kontingenz grassiert, greift um sich. Ja? Immer mehr sozusagen werden davon angefixt, könnte man sagen, infiziert, kontaminiert. So. Und auf diesen Mangel, also auf diese Lücke, ja, reagieren wir, wenn wir uns fragen, wer bin ich denn eigentlich, ja, durch soziale Praktiken. Also das heißt, ich versuche sozusagen diesen Mangel an Sein durch soziale Praktiken aufzufüllen, also auf dieses Vakuum zu reagieren. Und diese soziale Praktiken sind eben nicht einfach spielerisch, wie das so Performance darlegt, ja, sondern die verweisen auf eine Sozialität, die außerhalb meiner selbst liegt.
Das ist nicht ganz sauber formuliert, weil ich sagen würde, es klingt wieder so nach so einem starken Ich oder sowas, ja, das sozusagen innen und außen kennt, sondern wir müssen eher sagen, sie sind verflochten, ja, sie sind mit sozusagen mit der sozialen Ordnung verflochten, werden latent enteignet und müssen versuchen, in diesem Moment der Enteignung doch irgendwie sowas wie eine eigene Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Ja, das war also das zweite Kapitel. So, jetzt. Und jetzt, das war jetzt sozusagen mein Versuch, nicht einfach nur zu sagen, okay, du und Gender, das haben Sie schon mal gehört, ja, da geht es um Performances und so weiter. Ich glaube, das müsste man erst sozusagen mit berücksichtigen, wenn man irgendwie von Du- und Gender-Prozessen spricht. Jetzt, drittes Kapitel, Performances im Raum, die Klasse als Team. Stellt man nun Butters Argument in Rechnung, dass das Du- und Gender eben kein privates Vergnügen ist, das sich in der Öffentlichkeit vollzieht, dass der andere keine irrelevante Größe ist, dass die Blicke des Gegenübers von uns immer antizipiert werden, dann stellt sich die Frage, wie es um die Bühnen bestellt ist, auf denen dieses Spiel inszeniert wird. Ja? Sozusagen genau jetzt wie hier. Ja? Es gibt sozusagen Bühnen, auf denen wir performen. Und das ist der systematische Punkt, an dem Geschlechterforschung und Raumforschung aufeinandertreffen. So, denn jetzt würde ich sagen, um darüber nachzudenken, müssen wir eigentlich ein Gespräch arrangieren zwischen Geschlechterforschung, Raumforschung und Architekturtheorie. Ja? Gut. So, das heißt, ich überspringe jetzt etwas, forciere das so ein bisschen. Und jetzt ist die Frage also, wo kommen Sie zur Aufführung dieser Gender, diese Gender-Performances? Ja? Welche Bühnen werden bespielt? Wer hat sie entworfen? Mit welchen Interessen? Weiter. Welche Requisiten werden dabei bemüht? Wer steht sie zur Verfügung? Wie lässt sich das Equipment näher beschreiben? Welche Utensilien kommen dabei zum Einsatz? Welcher Logik folgt der Entwurf dieser Bühnen und wer arrangiert sie? Wer arbeitet an die Backstage? Und wer gibt den Zeremonienmeister? So, und jetzt, wenn Sie jetzt so ein kleines bisschen Theorie zur sozialen Differenzierung gelesen haben, also wenn Sie mal Max Weber gelesen haben, Parsons, Luhmann oder Bourdieu, dann sehen Sie, dass man diese Frage natürlich jetzt immer mit Blick auf die einzelnen Funktionssysteme oder Felder sozusagen beantworten muss. Also zum Beispiel gibt es ja irgendwie ein grandioses BMW-Werk, ja, von Zara Hadid entworfen und so weiter, und sozusagen jetzt auf den der Vorstandsetage eines DAX-Unternehmens wird Geschlecht natürlich völlig anders performt als jetzt bei Red Bull Leipzig sozusagen, ja, oder als auf den Fluren der Universität Leipzig, völlig klar. Ja. Das heißt, die Bühnen sind ganz unterschiedlich, die Requisiten sind ganz unterschiedlich und auch die Gesten, ja. Also das heißt, was möglicherweise Hassgesänge sind irgendwie im Fußballstadion, ist vielleicht in der Fakultätsratssitzung einfach nur, da wird einfach nur sozusagen die Augen, ich kann das nicht so wie Anne Will, ja, so ein bisschen vorstellen, da wird einfach nur die Augenbraue hochgezogen, ja. Also möglicherweise schon mit den Augenrollen, das ist schon möglicherweise schon zu viel, ja. Also wenn zum Beispiel jetzt die feministische Kollegin jetzt schon wieder damit anfängt, ja, kulturelle Benachteiligung und so weiter, dann kann dann im Zweifel, dann sagt Mann, ja, Mann mit vier Buchstaben, da sagt man dann so eigentlich gar nichts. Man schaut sich einmal an und dann weiß man schon, gut, lass sie reden, ja, und wenn sie dann sich genug echauffiert hat, dann kommen wir zu den wichtigen Dingen. Ja, also das heißt sozusagen auch hier, ja, gibt es sozusagen ganz unterschiedliche soziale Felder mit einer unterschiedlichen Bühne, deshalb ist auch sozusagen diese Bühnen auch unterschiedlich eingerichtet. Ja. So, jetzt für die Erziehungswissenschaft, was ist jetzt für uns interessant? Bildungseinrichtungen, ja, ist klar, wir müssen auch damit rechnen, dass wir auch diese Performance mit Rückgriff auf ein anderes Equipment auch natürlich in der Klasse stattfindet. So, das erläutere ich jetzt mit Rückgriff auf den Text von Georg Breitenstein und Helga Keller mit dem Thema die Schule als Publikum zum Verhältnis von Peer Culture und Unterricht. Und dann werde ich auch die erste Schule vorstellen, das Gebäude. Also, ich zitiere jetzt, also die beiden gehen davon aus, Peer Culture und Schulordnung sind jetzt keine getrennten Sphären, ja, sondern die werden im Zweifel verweisen wechselseitig aufeinander. Das sind beide Interaktionsordnungen, ja, beide symbolische Ordnungen und die existieren jetzt nicht getrennt. So, also jetzt die beiden, ja, ich zitiere jetzt: Ein wichtiges strukturelles Merkmal für die Interaktion im Rahmen des Klassenverbandes ist die Öffentlichkeit des Geschehens. Die dauerhafte Co-Präsenz und ständig wechselnde Beobachtung, in der die Teilnehmer während des Unterrichts stehen, bringt Peer-Culture-Bedeutung auch insofern hervor, als die Klasse permanent ein Publikum darstellt. Andauernde Face-to-Face-Situationen in der Schule machen Interaktionen mit den Mitschülern, Mitschülerinnen strukturell unausreichlich. So, also was heißt das? Das heißt, es wird immer wieder Öffentlichkeit produziert in der Klasse. Ja? Also das heißt, jemand wird nach vorne gerufen. Und dann ist jetzt schon zum Beispiel die Frage, ja, wie geht man denn jetzt? Also ein Junge oder ein Mädchen, wie geht der denn nach vorne? Ja?
Also Sie können sozusagen wissen, irgendwie sofort aus mir nach vorne gehen. Sie können sozusagen die halbe Sekunde warten, dass Sie sehen, hallo, ich bin immer noch ein lässiger Typ, auch wenn ich jetzt an die Tafel muss und so weiter. Ja? Sie können da irgendwie, Sie können schlenkern und so weiter. Ja, Sie können mit offenem Schnürsenkel dahin laufen und so weiter. Ja, Sie können so langsam gehen, dass Sie den Lehrer oder die Lehrerin provozieren und anderes mehr. Also das heißt, es gibt auch keine neutrale, würde ich sagen, es gibt keine neutrale Form, an die Tafel zu gehen. Ja? Jeder Gang an die Tafel verrät was irgendwie über Sie. Das heißt, Sie müssen eigentlich jetzt als halbdiskreter Schüler oder Schülerin, auf der einen Seite haben Sie Ihre Peers im Blick, also müssen also hinreichend cool irgendwie erscheinen, ja, und auf der anderen Seite nicht so provozieren, dass Sie jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, mit dem Verweis oder sowas Lehrer zu der Lehrerin rechnen müssen, ja. Also das ist sozusagen diese Gradung, die Sie immerhin hinbekommen müssen, ja. Und dabei steht natürlich immer sozusagen auch auf der Frage, ob Sie als richtiger Junge sich inszenieren, also als cooler Typ, ja, oder als cooler Typin, wenn es das gibt, ja. Also, das heißt, ich behaupte, Doing Gender verschlingt sich mit Doing Student in der Schule. So, jetzt zeige ich Ihnen das erste Gebäude. Also, Hebelschule, Freiburg, da habe ich über 3 Semester ein Schulpraktikum mal betreut. Das ist eine sogenannte Brennpunktschule, ja. Also in Freiburg, man denkt, in Freiburg ist ein Akademiker, ist nicht der Fall, ja, ist völlig gelogen, ja, hat nie gestimmt, ist zwar ein Akademiker-Ghetto, ja, aber es gibt auch Arbeiterinnen, es gibt Arbeitslose, Hartz IV, mehr gibt es alles in Freiburg, ja. Und ich rede von dem Leben eben Stühlinger. Der Stühlinger ist, als ich jetzt eingeladen wurde, jetzt den Schulpraktikum zu machen, dachte ich, ich will jetzt nicht so eine brave Grundschule irgendwie mit Akademiker-Kindern, und dann sagen, ja, wir haben hier eine Hauptschule, die ist hinter Bahnhof, dachte ich, großartig, ja, 8. Klasse, Migrationshintergrund, ganz groß und so weiter, genau, das ist diese Schule. Und jetzt würde ich behaupten, also das ist mir ans Herz gewachsen, irgendwie die Kids in dieser Klasse, das ist zum Beispiel jetzt das der Vorname des Lehrers, ja, Hanjo, SDG, Stühlinger Gangster, ja, also wofür das jetzt erstmal steht, heißt nur sozusagen, dieser Tisch, das ist sozusagen auch eine Form von Positionierung, das ist jetzt nicht, also wie hier, ja, sozusagen so ein neutraler Tisch, ja, sondern ist auch jetzt, das hat auch was mit Identitätsfragen zu tun. Ja? Also was ist man für ein Typ, ja? Wenn man aus dem Stühlinger kommt, also hat er so ein bisschen so ein Ghetto-Style oder nicht. Ja? So, also das hat auch was mit sozusagen Selbstthematisierung zu tun. Ja? Und das Zweite, das würde ich jetzt sagen, der ist auch grandios, das ist jetzt, also der wird auch nicht ermahnt oder sowas. Ja? Das würde ich sagen, das meine ich damit. Ja? Also Sie können auch nicht neutral auf dem Stuhl sitzen, auch wie Sie hier sitzen. Ja? Das ist, würde ich sagen, das ist eine Performance, so wie der Typ da sitzt. Ja? Sozusagen immer mit Blick, ja, auch wie die Brille da sozusagen performen und so weiter. So, also jetzt, freie Zusammenfassung, Kapitel 3. Ja? Kapitel 3, da ging es darum, dass diese Performances auch eine räumliche Dimension haben. Die werden also immer aufgeführt. Ja? Wir müssen verschiedene soziale Felder uns anschauen. Und jetzt haben wir hier Bildungseinrichtungen, die für uns irgendwie von Interesse sind. Müssen wir damit rechnen, dass das sozusagen auch in der Schule passiert. So, jetzt 4. Kapitel, Räume und ihre Aneignung. Also, wenn man jetzt in Rechnung stellt, dass wir als leibliche Wesen empfänglich sind für die Anmutungsqualitäten von Räumen, ja, dass wir also nicht unempfänglich sind gegenüber der Form der Tische, sozusagen, wie dieser Raum ist ja gut ausgestattet oder nicht und so weiter, ja, dann müssen wir irgendwie in Rechnung stellen, dass wir auch gegenüber Architektur nicht indifferent sind. Und das heißt, wenn wir improvisieren, also wenn wir sozusagen uns performen, ja, oder wenn wir performen, dann geschieht das nochmal Butler auch immer unter Zwang, also nicht allein unter freien Stücken. Ja. Und in der Regel haben wir diese Bühne nicht für uns so herrlich, sondern wir müssen also improvisieren mit dem, was da ist. So, und mir erscheint es jetzt hilfreich, diesen Moment des Zwanges irgendwie zu akzentuieren, weil es manchmal im Überschwang, könnte man sagen, des Poststrukturalismus sozusagen verloren zu gehen. Ja, ich nenne Ihnen jetzt nur einen Theoretiker, Michel de Certeau, das heißt Kunst des Handels im Deutschen, also The Practice of Everyday Life. Bei dem ist es sehr schön, der zeigt, dass wir permanent die symbolische Ordnung verschieben. Ja, also das heißt, wenn wir etwas lesen, wenn wir einen Roman lesen, wenn wir in einen Kinofilm gehen, ja, wenn wir kochen, wenn wir in der Stadt wie Leipzig spazieren, dann reproduzieren wir nie 1:1 die Ordnung. Sie kennen es ja manchmal, Sie sitzen in einem tollen Film, und dann gibt es Leute, die lachen eine garantiert eine falsche Stelle. Sie fragen die Leute, in welchem Film sitzt ihr eigentlich? Ja? Also das kann Ihnen ja auch bei so Filmen von den Coen-Brüdern passieren. Ja? Also mittlerweile über The Big Lebowski kommt dann Kreti und Pleti, in Anführungszeichen, kommen auch zu den Coen-Filmen. Da sind sie natürlich seit 10 Jahren ein großer Fan dabei und gucken das als Cineast. Ja? Und dann sehen sie, ja, es gibt auch Leute, die machen da Party, ja? Sozusagen mit
solchen Eimern von Popcorn und so weiter. Und sie fragen sich, also welchen Film sehen wir denn? Sie sehen jeden Leben denselben. Ja? Das kann ihnen ja auch so gehen, wenn sie mit ihren Kumpels nach Hause gehen und das besprechen. Ja? So. Und das ist der Tod, beschreibt also genau das. Ja? Oder jetzt, kleines Beispiel, meine Mitarbeiterin ist, Angela Janssen ist Vegetarier. Wenn ich mit ihr in die Mensa gehe, in Hamburg, in der Helmut-Schmidt-Uni, die isst nie eins der Gerichte, die da auf der Karte stehen. Sondern die nimmt von dem einen hier eine Beilage und davon eine Beilage. Also, die kennen sie auch schon alle und die wissen, aha, jetzt kommt Frau Janssen wieder und so weiter. Ja. Also, das heißt, selbst so was Standardisiertes, ja, nach nur hier gibt es drei Gerichte, vegetarisch und nicht vegetarisch, auch das können sie uns dann nochmal sozusagen relaunchen und mixen und so weiter. Ja. So, und deshalb gibt es jetzt, könnte man sagen, so einen gewissen, eine gewisse Begeisterung ja, dafür, dass wir uns ja sowieso alles aneignen. Ja. Und das Gerät, würde ich sagen, den Gefallen hat, wieder so etwas ganz Spielerisches zu haben. Ja, noch ein kleines Beispiel für Aneignung, das ist auch die Hebeschule, jetzt allerdings die zweite Klasse. Und da können wir auch sehen, was sie jetzt mit diesem Material machen. Ja? Hier basteln die sozusagen ihren eigenen Raum. Das sind alles Mädchen, da ist sozusagen die Haarklammer farblich auf das Mäppchen. Und die, also grandios, ich habe die Fotos nicht dabei. Also bis hin zu den Schuhen, das ist alles sozusagen pink und glitzernd und so. Ja. So, jetzt zu anderen. Jetzt nochmal ein anderes Beispiel, nur ganz kurz jetzt. Ein anderes Beispiel, Torre de David, haben Sie möglicherweise schon mal davon gehört. Ja? Das ist ein grandioses Gebäude, das nie fertig gebaut wurde. Ich glaube 190 Meter hoch, 45 Etagen. Sollte ein Bahngebäude werden, ist aber also in Caracas, ja, mittendrin, glaube ich, das zweithöchste Gebäude, ist aber nie fertig geworden. Weil der Typ pleite ging, ja, ist gestorben, ein Jahr danach war dann, also David so und so hieß er, danach ging seine Bank pleite. Das ist jetzt sozusagen, also nochmal ganz zurück. Was Sie jetzt hier sehen, ja, ist das sozusagen die Front. Ja. Was Sie jetzt sehen, hier haben sich die Leute sozusagen hier selbst hochgezimmert. Es gibt keine Aufzüge in diesem Gebäude. Es geht alles sozusagen über die Treppen, die schleppen also die Ziegelsteine irgendwie hoch. Ja. Und aus dieser Baracke in einem Zeit ist das ein Innenhof. Ja, und Sie sehen, wie die Leute sich daraus sozusagen eigene Wohnung zimmern haben. Ja. Und dann wird im Zweifel der rote Backstein wieder, die wir einfach sozusagen mit Zeitung tapeziert. Das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, das ist ja so ein Gym, irgendwie ganz oben drauf. Ja. So, das heißt, das sind jetzt letztlich, könnte man jetzt sagen, sozusagen die Marginalisierten, die Ausgrenzten aus den Favelas. Ja. Also in diesem Turm leben mittlerweile 2500 Leute, das wird in der Stadt noch ganz intensiv diskutiert. Also nach dem, das sind alles irgendwie große Fans von Hugo Chavez oder wegen sind links, werden sie so beschrieben. Und es gibt also in diesem Teil Cafés, es gibt Zahnärzte, es gibt Friseurs, es gibt sogar einen Sicherheitsservice unten drin. Ja? Das heißt, es sind nicht alle und die zahlen auch eben eine symbolische Miete und so weiter. Wie gesagt, es gibt zum Teil keine sanitären Anlagen, das muss man alles irgendwie frei improvisieren, das Wasser irgendwie so hochschaffen. Anfangs haben sie den Strom abgezapft, jetzt wird er sogar bezahlt. So, also das ist jetzt auch so ein Beispiel für Aneignung. Ja? Und jetzt behaupte ich, es gibt also eine Phase der Aneignung, aber es ist möglicherweise ein bisschen komplizierter. Also, was Sie jetzt hier gesehen haben, interessanterweise tauchen immer Personen auf. Ja? Das ist jetzt überhaupt nicht typisch sozusagen für Architekturfotografie. Das ist typische Architekturfotografie. Da tauchen und jetzt hier noch ein anderes Foto, also Bauhaus, das ist ja hier um die Ecke, ja. Das ist, würde ich sagen, das ist klassische Fotografie der Architektur. Und die Fotos vorher waren von Ivan Bahn, also einem niederländischen Fotografen, der sagt im Zitat, mich interessieren Menschen, wie sie in der gebauten Welt zurechtkommen. Also sozusagen, was machen die mit dem, was da sozusagen gebaut wird. Ja. Und hier interessiert sie, würde ich jetzt auch kein Mensch ja, für diese Leute. Es scheint Leute zu geben, ja, die sich ja bewegen, aber die tauchen eigentlich nicht auf. So, und ich behaupte jetzt, die Aneignung ist ein bisschen komplizierter. Ja. Ich behaupte, also die symbolische Ordnung, wir sind nicht frei von der symbolischen Ordnung, wir haben die inkorporiert und wir haben sie habitualisiert. Ja. Also es ist nicht so, dass wir damit einfach so jonglieren, wie mit Bällen jonglieren und so weiter. Ja. So in Bonn darf es immer Geografie studieren, die jonglieren dann immer schön auf der Hofgartenwiese. Und ich will überhaupt, wir jonglieren leider Gottes nicht so leicht mit der symbolischen Ordnung. Ja. Weil die sozusagen, die haben sich eingefleischt, inkorporiert. Ja. Also jetzt der nächste systematische Punkt. Jetzt ist die Frage, gibt es möglicherweise geschlechtsspezifische Differenzen in der Aneignung von Räumen? Ja, das ist der nächste systematische Punkt. Also, wie komme ich jetzt zu diesem Verdacht? Ja, jetzt referiere ich ganz kurz ein grandioses Essay von Iris Marion Young, die ist 2006 gestorben, eine wirklich grandiose Vertreterin der Geschlechterforschung. Die hat einen kleinen Text, die hat einen brillanten Essay geschrieben mit dem Titel Werfen wir ein Mädchen. Die hat sich gefragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass Mädchen im Vergleich zu Jungs so viel schlechter werfen? Also an der Muskelkraft scheint es nicht zu liegen. Ja? Und ich überspringe jetzt sozusagen ein, was sie beschreibt, also
mit so einem phänologischen Termini, sozusagen wie, warum dieser Ball runterplumpst. Das kennen Sie möglicherweise auch. Ja, dann gibt es Maßband mit über 20 Metern. Das kann sein, wenn Sie Pech haben, werfen Sie. Sie sind hier erreichen nicht mal das Maßband. Wir haben Jungs 35 Meter, also ich habe auch nie 35 Meter oder 40 geworfen haben und so weiter. Und sie fragt sich, wie kommt es eigentlich dazu? So, jetzt geht sie auf einen Begriff, eine Situation. Sie betreibt also keine Geschlechtsontologie, ja? Ganz explizit. Sie geht auf den Begriff Situation ein, das ist ein Begriff, den hat Simone de Beauvoir geprägt, um sich auch von Jean-Paul Sartre irgendwie abzugrenzen. Ja? So, jetzt ihr Zitat von Alexander Young. Also, die weibliche Person, die die weibliche Existenz von Frauen in der patriarchalen Gesellschaft darstellt, lebt demzufolge einen Widerspruch. Als Mensch ist sie ein freies Subjekt, das ein Transzendenz Teil hat. Ihre Situation als Frau jedoch spricht ihr diese Subjektivität und Transzendenz ab. Meine These ist nun, dass die Modalitäten weiblicher Körperhaltung, Motivität, also wie sie sich bewegt, und Räumlichkeit eben diese Spannung zwischen Transzendenz und Immanenz, zwischen Subjektivität und bloßem Objektsein zum Ausdruck bringt. Also das heißt, sie sagt, die Frau lebt per se in einer anderen Welt, in Anführungszeichen, als Männer das tun. Ja? Also das heißt, sie sagt zum Beispiel, Männer haben einen instrumentellen Umgang mit ihrem Körper. Da gibt es eine tolle kleine Passage, da sagt sie, sie ist irgendwie in den Bergen unterwegs mit Freunden und Kollegen und so weiter, und da gibt es so ein bisschen, und der Stein wackelt. Also ein Stein, wenn jemand ein Stein muss, der wackelt. Und sie sehen, diese Männer wollen auf die andere Seite, und deshalb ist ihr Körper sozusagen das Instrument, um das zu erreichen, was sie haben wollen. Ja? Und der wackelt zwar, aber das ist jetzt sozusagen kein Problem. Ja? Und sagt sie, wenn die allermeisten Frauen, sie selbst auch, ihr Körper sozusagen als etwas potenziell Verletzliches wahrnehmen. Also sie erleben sich eigentlich eher als Leib, müssen wir mit Plätzen sagen. Ja? So, das heißt, sie haben Sorge um ihren Körper und nicht so sehr, dass dieser Körper einfach nur ein robustes Instrument ist, um das sich zu holen, was man hat. Ja? Dann sagt sie, wie kommt das? Ja? Dann sagt sie, dass zum Beispiel Frauen, also Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft, auch sich sehr viel mehr als Objekt von Männerblicken wahrnehmen. Ja, während Männer sozusagen fröhlich dieses, das sozusagen als Subjekt durch die Welt laufen, ja, und den Rest der Welt sozusagen zum Objekt machen ihrer Blicke, erleben sich viele Frauen als Objekt von Männern. Ja. Gut, deshalb sagt sie, das ist jetzt also in einer patriarchalen Gesellschaft ist also eine bestimmte soziale Situation dafür verantwortlich, dass Frauen in bestimmten Situationen anders reagieren als Männer. So, jetzt zeige ich Ihnen allerdings, dass das jetzt nicht, das ist also jetzt keine schlechte Ontologie, also es gibt durchaus auch Männer, die genau mit demselben Körpergefühl leben wie Frauen, wie das hier beschrieben wird. Ja? Und jetzt zitiere ich kurz was hier aus James Joyce, also in Deutschland ist das ein Porträt des Künstlers, ein junger Mann, 1916 veröffentlicht. Ich bringe jetzt nur eine Passage. Also da heißt es, also Stephen Dedalus ist der Held, ja, das hat sehr viel stark autobiografische Züge. Er lebt in einem englischen Internat und wie es gehört für ein richtiges Elite-Internat, wird er Rugby gespielt. Ja, das ist, glaube ich, die dritte Seite, damit beginnt es. So. Die weiten Spielfelder wimmelten von Knaben. Alle brüllten und die Präfekten trieben sie an mit lauten Rufen. Die Abendluft war bleich und fröstlich und nach jedem Sturm und Abschlag der Rugby-Spieler flog die ölige Lederkugel wie ein schwerer Vogel durch das graue Licht. Er, also Stephen Dedalus, hielt sich am Rand seiner Klasse außer Sichtweite seines Präfekten, aus der Reichweite der rüden Füße, als renne er ab und zu. Ihm kam sein Körper klein und schwach vor dem Ablauf der Spieler und seine Augen waren schwach und wässrig. Roddy Kickham war anders. Er will Mannschaftsführer der dritten Klasse werden, sagten alle. Also er sehnt sich nach Hause, er will eigentlich in den ersten gehen ins Bett. Das Bett ist zwar kalt, also die Lagen sind zwar kalt, aber dann werden die doch warm und dann ist doch sowas wie Geborgenheit. Ja? So, aber das Spiel ist immer noch nicht zu Ende. Er wurde vom Wirbel eines Gemenges erfasst und aus Furcht vor den blitzenden Augen und schlammigen Stiefeln bückte er sich, um durch die Beine zu schauen. Die anderen kämpften, ächzten und ihre Beine stampften, kickten und rieben sich. Dann hechelten Jack Lawtons gelbe Stiefel den Ball heraus und alle anderen Stiefel und Beine rannen hinterher. Er rannte ein kleines Stück hinter ihn her und blieb dann stehen. Es war zwecklos weiterzurennen. Ja, grandios Buch. Ja, und ich würde sagen, auch sozusagen, er hat jetzt überhaupt nichts von diesem männlichen Habitus, der hier sozusagen gefordert ist. Ja. Also er läuft sozusagen symbolisch irgendwie mit. Ja. Also sonst um zu markieren, also eigentlich gehört schon dazu, aber wenn Sie das sehen, ja, ich auch sprachlich das einfach ist. So, das heißt, er hat Schiss, er hat Angst, es ist ihm zu kalt, es ist nass, der Ball ist scheiße und so weiter. Ja? Aber das sagt man als Junge in diesem Moment hat, können Sie es nicht erzählen. Ja? Also, das jetzt sozusagen zum vierten Kapitel. Ja? Das vierte Kapitel, also, die Vermutung, es könnte sein, die Raumaneignung, ja, folgt sozusagen unterschiedlichen Geschlechterlogiken. Und das jetzt nicht.
nicht jetzt, weil es in den Genen liegt, ja, es ist keine Essenz oder irgendwie sowas, sondern es könnte was mit den unterschiedlichen Situationen zu tun haben, in denen Männer und Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Und wir leben immer noch in einer. Und insbesondere auch die Universität ist da nicht besser als der Rest der Gesellschaft. So, jetzt Schlusskapitel, Männerfantasie, Revisited. Ich will Ihnen zum Schluss jetzt meiner Überlegung noch ein drittes Gebäude vorstellen. Das ist dieses hier, das Farnsworth House in Illinois in den USA. Das ist ein Wochenendhaus in Claro, also in Illinois. Das ist überwiegend aus Glas gefertigt, das 1945 in Auftrag gegeben wird, 1951 abgeschlossen wird und schnell zum Stein des Anstoßes zwischen der Bauherrin, könnt ihr mal fragen, Bauherrin, ja? Also Bauherrin kennen wir, glaube ich, nicht, Bauherrin kennen wir auch hinreichend gut zusammen. Aber es gibt also einen Konflikt zwischen der Bauherrin und dem Architekten. Der führt bis zum Rechtsstreit. Und ich beziehe mich jetzt bei dem, was ich referiere, auf einen Artikel der feministischen Architekturtheoretikerin Sabine Poller aus Österreich. Ein toller Aufsatz mit dem Titel Schlaflos. Also, worum geht es jetzt hierbei? Wenn man Mies van der Rohe, ja, allein das Bild ist grandios, würde ich sagen. Ja? Das ist die Inkarnation eines, Klammer auf männlichen, Klammer zum Architekten. Ja? Also, Mies van der Rohe, der ist sozusagen der Architekt des Farnsworth-Hauses und alle sagen, ja, ein Meisterwerk des großen Architekten. Ja? Also 1929 hat er den Barcelona-Pavillon gebaut, dann die Tugendhat-Villa kurz danach. Das heißt, er wird geschätzt für seinen Rigorismus und für seine Kompromisslosigkeit. Und jetzt gibt es eine Frau, ja, die alleinstehend ist, Dr. Edith Farnsworth, die ist erfolgreiche Internistin, lebt irgendwie in Chicago und sie möchte ein Wochenende Haus sozusagen vor den Toren der Stadt, um sich irgendwie erholen zu können. Und sie will jetzt also kein kleines, sie will jetzt sozusagen kein Spießerhaus für die Kleinfamilie, ja, sondern für sich alleine, was damals schon hinreichend spekuliert ist, wahrscheinlich, wenn sie alleinstehend sind damals, ja, wenn sie sicher, ganz sicher irgendwie im Verdacht, dass sie mindestens homosexuell sind, ja. Also, und jetzt gibt es hier also das Haus in Auftrag. Und das Haus, das dann jetzt gebaut wird, das wir schon gesehen haben, ja, feiert also die Moderne. Die Fenster werden immer weiter geöffnet. Die alteuropäische Unterscheidung von privat und öffentlich wird eingezogen. Die Regulierung von innen und außen außer Kraft gesetzt. An die Stelle dunkler, muffiger, schlecht beleuchteter Einfamilienhäuser, die zwanghaft Intimität zu vermitteln suchen, wird nun ein Gebäude, das nicht durchflutet ist, das ohne die begrenzten Wände auszukommen scheint. Also, ich zeige nochmal das, wir haben schon das Foto. So, und so wird Glas zum bevorzugten Material. Unverdächtig des kleinbürgerlichen Liefes steht es für Transparenz und Weite, für Reinheit und Offenheit. Es wird zum Medium Baumaterial der Moderne, wie es schon der berühmte Barcelona-Pavillon exemplarisch zum Ausdruck gezeigt hat. Das ist jetzt hier nochmal irgendwie der Grundriss. Also, das Farnsworth-Haus. Durch das Zusammenspiel von Glas, Metall und schmalen Trägern, die es ca. 1,50 Meter über dem sumpfigen Boden halten, scheint das ganze Haus mit seiner Grundfläche von 8,85 Meter mal 23,45 und einer Wohnfläche von ca. 140 Quadratmetern zu schweben. Abgelegen im Grünen liegt es hier wie ein Findling, wie ein Vorbote des modernen Bauens. Folgt man nun den Elogen, die von den Vertretern der Architekturgeschichte auf den Glaskasten angestimmt wurden, entsteht unweigerlich die Frage nach dem Konfliktpotenzial des Farnsworth-Hauses. Sie denken, das ist ja grandios, ja, wenn das die Ikone der Moderne ist. Also, wer würde sich nicht glücklich schätzen, ein solches Meisterwerk, ein Juwel der radikalen modernen Architektur, sein eigen nennen zu können? Wer könnte noch empfänglich sein für die Formsprache der großen, unförmigen, repräsentativen Bauten der Jahrhundertwende, die doch einer längst vergangenen Zeit huldigen? Nun, es war die bereits erwähnte Eigentümerin, die im Konflikt geriet mit dem aus Deutschland emigrierten Star-Architekten, der wenige Jahre später seine ersten imposanten Hochhäuser baut. Also, Siegel Building, habt ihr möglicherweise das schon mal gehört, das Lakeshore Drive in Chicago, also ja, radikal und sehr, sehr berühmt. Ja? Das ist jetzt das Thema. Ja? Also dieser Streit entzündet sich an der Bewohnbarkeit des Hauses. Und der ist häufig erzählt worden in der Vergangenheit, aber ich will jetzt eine andere Erzählung sozusagen etablieren. Also das Erzählmuster, das etabliert sich laut ganz schlicht. Der bewohnte Eigentümer bleibt hinter den radikalen Ideen des Hauses zurück. Er genügt nicht dessen hohen Ansprüchen. Er beschmutzt gleichsam mit seinen ordinären Bedürfnissen mit einer Vielzahl unnötiger Objekte. Denken Sie an solche Sachen wie Staubsauger, Abfalleimer, Wischmopp. Ja? Also damit beschmutzt er sozusagen eine Ikone der Moderne. Mit den Dingen des alltäglichen Lebens zieht er, der Benutzer, die reine Idee des Hauses in Mitleidenschaft. In seiner Imagination, so kann man daraus schließen, entwirft sich der Bauherr, als er diesen Auftrag gibt, zwar als konsequenter Parteigänger der Moderne,
in den eigenen vier Glaswänden. Allerdings entpuppt er sich als kleinbürgerlicher Spießer, der ohne zahllose banale Werte nicht auskommen kann. Er scheitert letztlich daran, so der Tenor der meisten Erzählung, seinen kleinbürgerlichen Habitus abzulegen. Ja, also das heißt, man imaginiert sich, man fühlt sich aufwendig entsprechend, wie es mal eine Ruhe, ja, ein tolles Brauch. Oder? Und dann kommt der ganze Prödel, ja, der ganze Krebeben und so weiter, ja, die ganzen, ich weiß nicht, was man alles so angesammelt hat, in allen Jahrzehnten, ja, das soll auf einmal in dieses Haus rein. Ja, und dann hat man eine, jetzt wird es schwierig. Ja. So, und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man sich die Konstellation Bauherrin, Architekt genauer anschaut? Und jetzt gibt es eine andere Lesart, ja, von Sabine Pollack. Also, der Streit um die sogenannte Unbewohnbarkeit verweist nicht in erster Linie auf ein Kommunikationsproblem zwischen Bauherr und Architekt, also nach dem Motto, die haben sich nicht richtig abgesprochen oder sowas, ja, oder auf die Differenz zwischen einem kleinbürgerlichen Habitus, den der Ärztin, ja, und dem großbürgerlichen, ja, dem radikal modernen des Architekten. Der Konflikt verdankt sich vielmehr dem Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher sozialer Geschlechter, zweier differenter Weltverhältnisse. Genauer, wir treffen eine männliche und eine weibliche Subjektposition aufeinander. Also die These lautet, Mies van der Rohe verkörpert den männlichen Blick dessen, der sich die Welt zum Objekt macht, der souverän beobachtet und registriert. Dieser männliche Blick ist nicht daran interessiert, auf Begrenzungen zu treffen. Er missbilligt Wände, die seine raumgreifenden Gäste begrenzen könnten. Der männliche Blick strebt nach Ausweitung und Inbesitznahme. Und im Farnsworth House wird dieser Blick wie in einem Hochamt gefeiert. Also soll ich das noch wiederholen oder? Und einmal weiterreden. Gut, okay. Also wir sind schon auf der letzten Seite, ja, keine Sorge. Also nochmal jetzt. Die These ist, es gibt, also Mies van der Rohe ist sozusagen die Inkarnation des männlichen Blickes, des männlichen Architektenblickes. Das heißt also, dieses männliche Subjekt, das sozusagen die Welt irgendwie erobert, ja. Und deshalb irgendwie auch keine Begrenzung duldet. Ja? Deshalb ist für ihn der Blick aus diesen verglasten Wänden grandios, ja, weil sie sagen, es gibt keine Begrenzung. Und es könnte sein, dass die Benutzerin, die da eigentlich drin leben wollte, wohnen wollte, ja, dass die sozusagen einen weiblichen Blick verkörpert, also eine weibliche Subjektposition. So, dasselbe Haus kann nun vielleicht auch ganz anders erlebt werden, spätestens wenn es dunkel wird, zeigt sich, dass das Haus nun von innen erleuchtet, unvermittelt zur Bühne mutiert. Denken Sie, Bühne, Klasse und so weiter, Bühne für Performances. Kein Schritt, der hier verborgen bleiben würde, vor den Blicken der Passanten. Keine Tätigkeit, die abgeschottet vor den Augen der Öffentlichkeit verzogen werden könnte. Das Haus aller blickdichten Wände beraubt und einem schwebenden, völlig transparenten Glaskubus gleichen, setzt damit genau jene Person gnadenlos aus, die es doch in Auftrag gegeben und eben auch finanziert hat. Berücksichtigen Sie nun, was Iris Marion Youngs leitphänomenologische Analyse des Schlagballwurfs über unterschiedliche Formen des Welt- und Selbstverhältnisses zu lernen war, also was daran zu lernen war, so erkennen Sie im Schlusszitat, das jetzt gleich kommt, eine bekannte Melodie. Anders formuliert, der Sound des Pollack-Textes sollte Ihnen, auch ohne dass Sie ihn gelesen haben, aber allein wenn Sie ihm jetzt zugehört haben, bereits vertraut sein. Also, jetzt Schlusszitat. Vor allem jedoch präsentierte das Haus in seiner gläsernen Perfektion, in seinem erhobenen Plateau, den weiblichen Körper wie in einer Vitrine, deren Wände bei einsetzender Dunkelheit zu Spiegeln wurden. In der Dunkelheit reflektierte die Glaswand nicht nur das Material des Einbaus, sie warf auch das eigene Bild zurück. Schon bei leichter Bewölkung verwandelte die nah am Haus stehenden riesigen Bäume das Glas in einen Spiegel und die Wand in eine Fläche der permanenten Selbstkontrolle. Das Ergebnis, also Zitat Ende erstmal, das Ergebnis ist ein überkreuzender Blick. Zitat. Die Bewohnerin konnte in allen Momenten des Wohnens nicht nur die Natur, sondern auch ihr eigenes Bild beobachten. Und so installiert das Haus in den 50er Jahren einen Zustand, der seit der Jahrhundertwende überwunden schien. Er lieferte dem weiblichen Körper schonungslos den Blick in der Öffentlichkeit aus, machte ihn verwundbar und reduzierte ihn auf ein Bild. Ja, so, und das war es jetzt erstmal von mir. Und jetzt dürfen wir das runter kommentieren. So, also jetzt bin ich ganz... gerne so nach dem Wort, das habe ich überhaupt nicht verstanden, das leuchte ich mir nicht ein, können Sie das noch wiederholen und wie war denn die Position der Frau Farnsworth zu dem Haus? Ist das die, die man auch bei Sabine Pollack wiederfindet oder worin bestand der Rechtsstreit? Ja, also der Rechtsstreit ist, das ist ja so ein bisschen banal, könnte man sagen. Also ich fand es viel zu teuer. Ich dachte sozusagen, warum kostet das ein Vielfaches, ja, was ich sozusagen für ein vergleichbares Haus hätte bezahlen müssen.
Und da ist dann Mies van der Rohe so nach dem Motto, kümmert mich nicht. Ja? Man hat Mies van der Rohe auch mal vorgeworfen, das hatte ich jetzt bei der Vorbereitung gelesen, dass doch die Häuser für Arbeiter also viel zu teuer werden von ihnen. Ja? Und dann sagte er, warum gibt man den Arbeitern nicht mehr Geld, damit sie sich meine Häuser leisten können. Ja? So. Also, das heißt, das ist der erste Punkt. Aber der zweite ist, jetzt der systematisch interessante Punkt ist, es gibt in diesem Haus keine Intimität. Die einzige Intimität, die es gibt, ist, sie wegen zum Lebedeck. Ja? Es gibt noch einen Schrank, der war ursprünglich auch nicht vorgesehen. Und da ist Mies van der Rohe in der Regel gnadenlos, kompromisslos. Ja? Es gibt noch ein anderes vergleichbares Haus, das Tugendhat-Haus. Und da war auch die Frage, da taucht sofort die Frage auf, ist das, kann man dieses Haus bewohnen? Ja? Oder, das hat sozusagen ein linker Kritiker behauptet, ist das nicht einfach sozusagen, stellt sich hier nicht die Bourgeoisie selbst aus, ja, mit Erlesematerialien? Und ist das, man könnte jetzt sagen, mit Bourdieu könnte man sagen, ist das sozusagen das Gegenteil des Notwendigkeitsgeschmacks? Also so nach dem Motto, also ne, uns geht es so gut, wir brauchen nicht mal Objekte in unserem Haus. Ja? Wir stellen stattdessen so tolle Wände da rein, ja, die auch so Erlesematerialien sind, ja, und feiern sozusagen das Nichts. Aber verstehen Sie, diesen Luxus, den wir sich erstmal gönnen können, ja, könnte man sagen. So, also das heißt, der Streit ging darum, das ging auch bei anderen Gebäuden ging es darum, es gab auch andere, bei diesem Tugendhat, da war jetzt die Frage, die wollten eigentlich andere Türen, ja, und dann sagte Mies van der Rohe, sozusagen diese oder keine, oder ich baue das nicht, ja. Also das heißt sozusagen, man könnte sagen, ein wirklich, das ist ein ganz patriarchaler männlicher Gestus, ja, und wenn wir uns jetzt noch klar machen, sagen, dass das sozusagen das Architektengewerbe ist eine der letzten Männerdomänen, ja. Und jetzt hier wäre die Frage, ob nicht sozusagen Männer mit männlichen Erfahrungen, mit einem männlichen Blick Häuser bauen, in diesem Fall für eine Frau, die völlig andere Bedürfnisse hat, und völlig anders sozusagen was anderes erwartet, und das führt dann sozusagen zum Streit. Ja. Und genauso können Sie halt darüber nachdenken, wer entwirft eigentlich in die Schulgebäude und wer spricht mit wem darüber. Ja. Also meine Schwester ist Lehrerin, ich kenne irgendwie dieses, wir haben auch umgebaut in dieser Schule. Also Architekten sprechen mit allen möglichen, aber mit Lehrerinnen und Lehrern auf keinen Fall. Ja. Also mit den Leuten, die es nutzen. Also das heißt, die Frage wäre, dient ein solches Gebäude, jetzt mal etwas polemisch formuliert, dem männlichen Ego, das sich ausstellt, ja, oder müsste man sagen, vielleicht sollten Gebäude auch genutzt werden. Und es geht um mehr als um Prestige. Und eine Ikone der Moderne hinzustellen. Und es könnte sein, also das sozusagen, das war ja, deshalb habe ich dieses Beispiel gebracht, ja, dass also bei der Aneignung, das heißt, dass also eine Frau, ja, und das ist eine emanzipierte Frau, also es ist nicht irgendwie so eine kleine Sekretärin oder irgendwie sowas, ja, so, sondern dass also eine emanzipierte Frau, die vermögend ist, ja, die sich das leisten kann, ob die sozusagen auf diese Glaswände doch ganz anders reagiert, als jetzt sozusagen der männliche Architekt, also dieses Gebäude erwirbt. Deshalb habe ich dieses Beispiel gebracht. Ja. Ich wollte fragen, wieso Judith Butler meint, dass die Konstruktion der Geschlechternorm in der Gesellschaft zu einem intensivierten Dual Gender führt. Also. Ja, was, also ich würde sagen, das behauptet sie nicht. Ja, ich würde jetzt sagen, für sie, also für Judith Butler, ist Dekonstruktion ganz schlicht eine, sagen wir mal, eine Methode. Ja? Nee, okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also wieso die Veränderung der Geschlechterbilder zu einem intensivierten Dual Gender führt. Also ich meine jetzt gar nicht die Konstruktion vom philosophischen Aspekt her, sondern einfach nur die Veränderung der Geschlechternorm in unserer Gesellschaft. Wieso da als Reaktion das intensivierte Dual Gender führt? Ja, ich würde, also das möglicherweise haben wir auch gar nicht dieselbe Position. Ja? Also erstmal, was ich hier versucht habe vorzustellen, ist, also man könnte sagen, wir verlieren so eine Art Gewissheit, was es heißt, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein. Ja? Weil wir zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt mal die Männerforschung so ein bisschen beschäftigt haben, dann sehen Sie zum Beispiel, es gibt jetzt auch längst nicht nur eine Form von Männlichkeit, ja? Sondern es gibt hegemoniale Typen von Männlichkeit und es gibt marginalisierte Typen von Männlichkeit und anderes mehr. Und auch das wieder je nach Feld. Ja? Das heißt, Sie werden auch sehen, also man könnte jetzt sagen, innerhalb der Männerforschung würde man sagen, was es heute heißt, wirklich ein Mann zu sein, kann keiner von uns Männern erfüllen.
Also das heißt, es ist letztlich auch ein Phantasma. Ja? Weil wir sollen auf der einen Seite klug sein und sensibel sein, möglichst viel Geld irgendwie nach Hause bringen, aber gleichzeitig auch für die Kinder da sein und so weiter und so weiter. Ja? Das heißt, wir können jetzt, und wir sollen jetzt auch nicht, das Bindegewebe sollen wir auch einigermaßen im Griff haben, aber auch nicht zu viel Zeit für Sport sozusagen investieren, weil wir sozusagen für die Kinder auch da sind. Außerdem soll man noch kreativ sein, wenn es geht, auch noch kochen, ja, und so weiter und so weiter. Ja? So, also das heißt, es gibt sozusagen so einen Strauß von Eigenschaften, die keiner von uns Männern wirklich, wir können jetzt sagen, zu 100% erfüllen. Das heißt, wir sind auch sozusagen dabei, alle irgendwie Idealbilder hinterherzulaufen. Und alle mehr oder weniger, also nicht alle, aber hinreichend viele, glaube ich jetzt, auch im Wissen darum, dass wir denen eigentlich nicht genügen. Also das heißt, wir haben die Gewissheit verloren. Und jetzt könnte man sagen, in dem Moment, in dem wir die Gewissheit verlieren, müssen wir uns umso mehr anstrengen. Ja? Weil es ist nicht einfach, wir haben sozusagen dieser, wir können sagen, die, manchmal können wir auch sagen, es gibt auch so einen Bonus für Mangelreflexion. Ja, das kennen Sie ja möglicherweise auch, ja. Also das, manchmal geht es viel leichter durch die Welt, wenn wir uns weniger Gedanken machen. Ja? So, und aber wenn Sie sozusagen aus dem Stand der Unschuld, wenn Sie aus dem vertrieben werden, ja, so das gibt es bei Kleist auch und so weiter, ja? Also wenn Sie einmal aus dem Paradies vertrieben werden, also aus dem Stand der Unschuld, dann ist nichts mehr so, wie es vorher war, und dann müssen Sie sich sozusagen Gedanken machen, und dann gibt es sozusagen eine Reflexivität, und das heißt, Sie tun bestimmte Dinge bewusster, als Sie es vorher taten, aber Sie müssen sich auch mehr anstrengen. Das heißt, es könnte also sein, dass Sie, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen die klassische Frauenrolle, die klassische Studentin, die wollen Sie auf keinen Fall sein. Ja? Das könnte sein, dass Sie sich darüber viel mehr Gedanken machen und viel mehr, dass Sie viel mehr beschäftigen, als möglicherweise Ihre Großmutter, die wahrscheinlich in Ihrem selben Alter sich nicht jetzt irgendwie über Geschlechterrollen Gedanken gemacht hat und auch Butler nicht gelesen musste und so weiter. Ja? Also das heißt, indem sozusagen das eine ganz selbstverständliche Ordnung, indem die so langsam brüchig wird, müssen Sie mehr oder weniger darauf reagieren, wenn Sie das mitkriegen. Sie können natürlich abschotten, aber das ist mehr oder weniger erfolgreich. Also können Sie dann mit der Antwort was anfangen, oder war das nur so ungefähr? Ja, ich dachte, also Ihre Antwort bezieht sich jetzt ja auf andere Gender nach Jill Butler. Also wenn ich jetzt eine klassische Studentenrolle nicht erfüllen möchte, dann handle ich ja antizyklisch und so, wie es gerade nicht erwartet wird. Mhm. Aber es ist ja nicht... Das ist ja dann nicht die Bestätigung meiner eigenen Geschlechterrolle, sondern es ist ja dann wieder diese Gegenhandlung. Ja, aber man könnte sagen, also allein wenn Sie jetzt schon die Unterscheidung Doing Gender und Undoing Gender, wenn Sie die schon allein kennen, ja, das würde ich sagen, das sind ja schon, Sie sind schon radikal infiziert sozusagen von diesem Wissen. Ja? Und Sie können, dann können Sie sich ja überlegen, also wann möchte ich sozusagen performen und wann möchte ich nicht performen. Ja? Und wenn Sie jetzt eben in den Streit geraten oder sowas, das kenne ich auch aus halben WG-Zeiten oder sowas, ja, dann ist sozusagen die Frage, also werde ich jetzt als Mann sozusagen adressiert oder als WG-Mitbewohner? Und wann in welchen Situationen finde ich das sozusagen angemessen oder auch nicht angemessen? Ja? Aber das wäre sozusagen, was ich jetzt meine, so, Sie sind dann infiziert und Sie werden es nicht mehr los. Und ich glaube jetzt auch, und selbst wenn Sie sozusagen für Undoing Gender plädieren, dann wissen Sie es immer noch. Sie wissen es und werden es nicht mehr los. Und das aber, glaube ich, jetzt unterschiedlich. Also manche kommen auch ohne dieses ganze Wissen auch ganz gut durch. Ja? Kann ich das Glashaus nicht gleichzeitig als Symbol zur Veränderung sehen? Also nicht nur als Zeichen für die Ausstellung, die Beobachten und überraschen lassen, sondern dadurch, dass ja, wenn ich es richtig gesehen habe, auch ein Vorrang drin ist, den ich also beliebig zu und aufmachen kann, wie ich möchte, und mich dann also wieder neu ausstellen kann. Also könnte man es auch so verstehen, also auch als Subversionsinstrument, so ein Haus? Genau, also ich glaube, jetzt wohlwollend könnte man das so lesen, ja, dieser Schrank, der jetzt hier drin ist, den gab es erstmal nicht. Den hat sie, ich glaube, gegen heftigen Widerstand sozusagen, hat sie das dann durchgesetzt, ja. Also ich weiß jetzt nicht, leider Gottes, also das ist auch interessant, welche Fotos es gibt. Auch das hier wieder, ganz klassischerweise, die Fotos des Frauenhauses, da sehen Sie eigentlich keine Menschen. Es gibt, glaube ich, nur zwei und da sind Männer drauf, ja. Die hat es dann verkauft und hat es an einen Mann gekauft. Und da hatte Mies von der Rohde an, das ist der richtige Besitzer. Ja? Also das war sozusagen, das war irgendwie ein Irrtum, dass diese Frau das verkaufte. Die hat auch in ihrer Autobiografie, gibt es ein Kapitel, das heißt My Mistakes. Und da schreibt sie sozusagen genau über dieses, also wie konnte die Idee kommen, sozusagen Mies von der Rohde dieses Haus bauen zu lassen. Ja? Also das heißt, ich kann jetzt leider nicht sagen, also wie transparent auch dieser Vorhang gegenüber ist. Ja? Meine Vermutung wäre, also den können Sie auch vorziehen, nur was dahinter passiert. Also wenn Sie so ein bisschen Foucault gelesen haben, Sie kennen das Panoptikon, das Überwachen und Strafen. Ja, genau, ja. Und dann sehen Sie ja sozusagen die Perfidie, ja, dieses Panoptikons besteht ja darin,
Draußen muss überhaupt niemand vorbeilaufen. Oder jetzt im Gefängnis, ob jetzt, wenn der verspiegelt ist, sozusagen dieser Turm in der Mitte. Es kann sein, es ist Mittwochabend, die ganzen Werte gucken alle Champions League, ja? Sie kriegen es aber nicht mit. Ja? Sie müssen trotzdem damit rechnen, dass möglicherweise einer, der nicht jetzt in hegemoniale Männlichkeit kommt, sozusagen ja, darstellt und der jetzt trotzdem möglicherweise schwul ist und deshalb sich nicht für Fußball interessiert und jetzt irgendwie keine Ahnung die Bunte liest. Ja? Könnte ja passieren, damit müssen die rechnen. Ja? Das heißt, sie müssen diesen Blick antizipieren. Und hier wäre dasselbe. Ja? Das ist sozusagen, würde ich, das kann man noch anders ausbuchstabieren. Sie müssen sozusagen damit rechnen, beobachtet zu werden. Und jetzt bedeutet es, und das wäre jetzt der Unterschied, also deshalb gibt es sozusagen, ich würde jetzt sagen, wie eine Grenze der Subversion. Und jetzt würde hier behauptet, dass es für eine Frau nicht dasselbe ist, beobachtet zu werden wie für einen Mann. Das würde sie behaupten. Ja, also das heißt, jetzt, darüber kann man schreiben, aber das ist erstmal die These, die im Hintergrund liegt. Ja? Also das heißt, dass Frauen latent eher den Eindruck haben, ein Objekt von Blicken zu sein. Das sehen Sie auch in Unis und so weiter, also wie Sie Taschen tragen, ja, da gibt es auch viele Studien, ja. Also ob Sie so Ihre Bücher durch die Uni tragen, den Eindruck haben, das ist auch ein Körperschutz, oder ob Sie so, sich so bewegen, den Eindruck haben und sagen, das ist alles meins hier. Ja. So, und das ist ja auch, glaube ich, jetzt bei, und das ist ja die Idee, also die Idee bei diesem Werfen ist so nach dem Motto, also wenn Frauen so durch die Welt laufen, so durch die Gegend laufen, wenn das sozusagen Ihr Weltverhältnis ist, ja, und jetzt kriegen Sie einen Ball in die Hand, dann ahnen Sie, was dabei rauskommt. Ja? Sie müssen schon sozusagen, Sie müssen schon sagen, Leute, das ist alles meins. Ja? Gib mir her das, die Pille, ja, und dann rückle ich die 30 Meter raus oder sowas. Ja? So, also das wäre sozusagen das Bild. Und das, ich meine, achten Sie mal drauf, wenn Sie in der Bahn sind, ganz klein. Ja? Also ganz, ganz banale Beispiel. Ja? Sie kommen da rein, irgendwie, ich bin jetzt auch viel schon in der Bahn gesessen, da gibt es in der Mitte, ja, Zweiersitz gibt in der Mitte irgendwie diese Armlehne und so weiter. Wer beansprucht die denn für sich? Also ganz, ganz banale kleine Dinge. Ja. Und das ist, glaube ich, also ich habe jetzt, was ich jetzt von Frauen kenne, die Selbstverteidigung gemacht haben, da heißt es wohl, das ist auch ganz entscheidend. Ja. Also wenn man diese Holzteile durchschlägt, also dass man sich wirklich diesen Raum nimmt. Also diesen Raum, der sozusagen weitergeht als nur diesen Meter vor mir, sondern zu sagen, das Entscheidende scheint wohl zu sein, ja, dass man den Raum, der auch hinter dieser Holzplatte existiert, dass man den für sich in Anspruch nimmt, dass man den beansprucht. Ja. Also nach dem Motto, erst wenn Sie sagen, das ist alles meins, ja, dann gelingt es wohl, dieses Teil durchzuschlagen. Und ich würde behaupten, das ist keine geschlechterliche Physik oder sowas, sondern ich glaube, das ist auch eine Reaktion auf patriarchale Strukturen, in denen wir immer noch leben. Und wie gesagt, es gibt auch Männer, für die das zutrifft, ja, und es gibt auch Frauen, für die das nicht zutrifft. Also das ist ganz klar. Sozusagen, es gibt eine Pluralisierung innerhalb des Feldes der sozusagen der Weiblichkeit zu inszenieren, und es gibt auch eine Pluralisierung innerhalb des Feldes Männlichkeit zu inszenieren. Und in dieser Hebelschule, das könnte ich Ihnen zeigen, da gibt es auch Mädchen, die sozusagen auch sehr, sehr, sehr körperlich agieren. Ja? Also da ist es nicht so, hier stehen die Jungs, da drunter stehen die Mädchen, sondern die dominanten Mädchen, ja, sie dominieren ganz klar sozusagen die Verliererjungs. Ja? Also das geht selten so ganz sauber auf. Und die haben dann eher, würde ich sagen, die Mädchen haben dann eher sozusagen so einen körperlichen, so Underclass-Style. Ja? Und wenn dann so ein Junge, sozusagen so ein dominierter Junge, so eine marginalisierte Jungsfigur, der ist dann möglicherweise sozusagen vielleicht für uns interessant, weil er sozusagen so ein bisschen zögerlich und gebrochen ist und reflektiert und so weiter, aber das wird dann möglicherweise da nicht geschätzt in diesem Setting. Mich würde interessieren, ob Sie auch Hypothesen darüber haben, wie eine geschlechtsspezifische Aneignung des Schulraums, weil es da zu entdecken wäre. Ja, also jetzt ganz ehrliche Antwort, ja, nur kleine, ja, so. Also die Frage war, habe ich jetzt Thesen dazu? Ich könnte jetzt aus dem Stegreif das formulieren. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein ausgebildeter Ethnograf, ja, da müsste ich jetzt mit Georg Breitenstein hier stehen und so weiter. Aber trotzdem war ich jetzt als Vertreter der allgemeinen Erziehungswissenschaft über 3 Semester hin in dieser Hebelschule und habe da auch viel fotografiert, das ist meine Fotos und so weiter. Ja? Und ich würde sagen, dass sie, also es gibt ja zum Beispiel Szenen, was sie mit dem Mobiliar anmachen. Ja? Und es gibt auch tolle Szenen, also da sitzen Mädchen sozusagen an der Reihe, sozusagen nebeneinander und wie die kippeln. Also ich würde sagen, allein das Kippeln. Ja? Das Kippeln, würde ich sagen, also wie, was Sie mit einem Stuhl machen, aber auch da würde ich sagen, es gibt nicht, Sie können nicht neutral auf dem Stuhl sitzen. Ja? Und das Kippeln also mit einem Stuhl, das ist auch genau sozusagen diese Gratwanderung. Ja? Also Sie gucken zu den Peers, ja, und Sie gucken wieder nach vorne zum Lehrer und zur Lehrerin.
Und da würde ich jetzt sagen, das sind zum Teil irgendwie die Mädchen nicht weniger virtuos als die Jungs. Ja? Und die sind auch von der Körpersprache zum Teil nicht weniger dominant als Jungs. Also da würde ich jetzt sagen, das war ja vorhin nochmal diese Frage, also du und Gender, du und Gender. Ja? Es ist auch genau die Frage, wie beobachten wir sowas? Das heißt, ich würde jetzt sagen, es wäre in vielen Fällen unterkomplex, jetzt zum Beispiel über diese Freiburger Hebelschule zu sprechen und nur nach der Kategorie Jungs-Mädchen zu unterscheiden. Ja? Sondern, das hatte ich ja versucht zu sagen, also diese Jungs, also bei den Mädchen, das ist wirklich ein komplexes Feld, bei den Jungs ist es auch ein komplexes Feld. Und es gibt deshalb, würde ich sagen, zum Teil Entsprechungen quer durch die Geschlechter von der Körpersprache her. Ja, also das heißt deshalb, also je nachdem, also bei manchen Jungen sehen Sie, also wir hatten irgendwie einen Jungen da, der hat sozusagen die Sozialisation der Straße irgendwie. Ja? Der kommt dann auch sozusagen rein, schwarze Lederjacke und so weiter. Ja? Und wenn der auch anklopft, sozusagen, das ist schon, der klopft dann an, steht dann so in der Tür. Ja? So alles wuchs, wo steht, alle gucken irgendwie zur Tür. Und dann geht es irgendwie so rüber und so weiter, ja, da kam es später, hat geschlafen, der Lehrer rief an und so weiter, ja. So, also das heißt, es gibt zum Teil in der Reinkultur diese Inszenierung von Geschlecht, also von Männlichkeit, ja, und es gibt gleichzeitig in dieser Klasse auch andere Typen von Männlichkeit, ja. Also was ich jetzt gelernt habe, und ich war zum ersten Mal in der Hauptschule, ich hatte auch nur die Klischees, die man so als Zeitungsleser oder als Erziehungsleiter von Hauptschule irgendwie so im Kopf hat, ja. Also auch dort das Feld irgendwie, sozusagen der Geschlechtertypen ist viel, viel ausdifferenzierter, als ich das vorher angenommen habe. Sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen. Also bei den Mädchen kann man relativ klar drei Gruppen identifizieren, würde ich sagen. Ja? Es gab sozusagen einmal verschleierte Mädchen, die sozusagen und sich gleichwohl als Geschlecht inszeniert haben, ja? Also dann verschleiert sind, aber dann zum Teil so feine Riemchen Sandalen haben und so weiter. Ja? Also das heißt, die sozusagen irgendwie traditionell religiös, aber sozusagen deshalb jetzt nicht darauf verzichten, sich sozusagen als weiblich eben zu inszenieren. Ja? Und dann gibt es Mädchen, die so eher indifferent, also in so einem Sportstyle eben daherkommen. Und dann gibt es Mädchen, die so ganz aufgebrezelt sind. Ja? Also die sozusagen so eine Überbietung aller weiblichen Klischees sind mit denen. Und das sind, ich habe das auch dann in so Unterrichtsbeobachtung gemacht, die sind zum Teil, sie können die ganz sauber identifizieren, diese drei Gruppen. Also es sind natürlich auch Freundinnen, ja, die zweimal auch zusammen shoppen gehen und so weiter. Ja? Also das heißt, da würde man sagen, es gibt jetzt nicht die Mädchen in dieser Klasse. Und es gibt auch genauso wenig die Jungs in dieser Klasse. Ich finde gerade so die Verwendung dieses Vokabulars so schwierig, dann immer weiblich und männlich zu sagen und gleichzeitig aber diese Differenzlinie nicht akzeptieren zu wollen. Also ich finde, da wird es dann ein bisschen verwirrend. Genau, ja, gebe ich Ihnen sofort recht. Also da würde ich sagen, völlig richtig, also Sie beide verweisen, man könnte jetzt sagen, darauf, ja, so nach dem Motto, dass meine Erzählweise unterkomplex ist, gebe ich sofort zu, ganz klar, ja. Das heißt, ich habe ja versucht, also nur angedeutet, es gibt also diese Typologie, also in hegemonialer Männlichkeit, ja, sozusagen für vier Typen von Männlichkeit. Das habe ich versucht, mit beiden Studierenden das sozusagen auch zu beobachten, ja. Und jetzt müsste man auch wirklich das Feld irgendwie das ist sozusagen auch ein Feld von Weiblichkeitsentwürfen, die in dieser Klasse zu beobachten sind. Genau, und das würde ich sagen, das ist jetzt so in der freien Rede, würde ich sagen, unterschlagen nicht die Komplexität. Das ist völlig richtig. Deshalb war ich auch so ein bisschen skeptisch mit diesem Aufzeichnen, weil das jetzt wirklich auch, das ist freie Rede. Ja? Und in dem Text müsste man sagen, in der Tat, also genau was Sie einfordern, das müsste in dem Text sozusagen sauber identifiziert und ausgeführt werden. Ja? Wenn ich nochmal ganz an den Anfang Ihres Vortrags springen dürfte und nochmal mich zum Kontingenzbegriff äußern oder auch fragen dürfte. Und zwar möchte ich gerne mal eine Lanze brechen fürs Mittelalter bzw. Ihre Auffassung dazu nochmal genauer erfragen. Und zwar gehen Sie da ja davon aus, dass der Ordo-Gedanke des Mittelalters im Prinzip alternativlos wäre, dass wir wenig oder kaum oder auch gar nicht zweite Beobachtung oder Beobachtung zweiter Ordnung finden und demzufolge auch annehmen, dass es Kontingenzerfahrungen nicht gab in dieser Zeit. Und also ich muss an dieser Stelle immer nachdenken, woran machen wir das eigentlich fest? Klar haben wir relativ, wir haben keine Quellen oder wir haben ganz wenig Quellen. Die haben wir tatsächlich erst in der Renaissance, dass es also Malerei gibt, die Perspektive zeigt, wo klar ist, da steht eine zweite Beobachtung, eine Beobachtung zweiter Ordnung. Wir haben in der Musik die Entwicklung der Mehrstimmigkeit, die auch darauf hinweist, dass man Beobachtungen zweiter Ordnung hat. Es gibt aber genauso auch, also ganz, vielleicht ganz wenige, aber kleine Zeugnisse, wo man sagen kann, auch in dieser Zeit gibt es Beobachtungen zweiter Ordnung. Ich
möchte kurz von einem Erlebnis erzählen. Ich war kürzlich in Bamberg und habe in der Michaeliskapelle, eine romanische Ursprungskapelle, eine Malerei gesehen, eine Deckenmalerei von der Apokalypse, in der der Tod als eine Person dargestellt wird, die über sich selbst nachdenkt. Und also, was meines Wissens nicht biblisch ist und auch nicht kirchenpolitisch in der Zeit en vogue gewesen ist. Also, wo es also durchaus so kleine Fetzen gibt, und ich frage mich immer, können wir das mit Sicherheit sagen, nur weil wir ganz wenige bis gar keine Quellen haben, dass die Kontingenzerfahrungen den Leuten des Mittelalters nicht präsent waren? Ja, also würde ich sofort zustimmen. Also Sie plädieren ja jetzt auch, man könnte hier wieder sagen, es ist doch ein bisschen komplizierter, in der Tat, ja, sofort zugestanden. Also erstmal könnte man ja sagen, was ich jetzt das Beispiel, was ich so flapsig gebracht habe, mit der Frau, zu der es dann nicht kommt und so weiter. Ja? Sie könnten auch sagen, das ist die alte Hiob-Frage. Ja? Sozusagen, wie erklärt man denn dieses Leid? So. Ja, also das heißt, deshalb würde ich jetzt sagen, verwandte Erfahrungen gibt es viel, viel früher und sind dann in der Tat biblische Natur und sagen wir mal älter. Ja? Und natürlich ist es holzschnittartig, also das heißt, wenn man jetzt, also ich bin gerne bereit, ein bisschen zurückzurudern, ja, und sage, die Kontingenzerfahrung nimmt in der Renaissance, ja, nimmt sie zu, ich würde sagen, irgendwie dramatisch zu, ohne jetzt zu behaupten, dass sie vorher überhaupt nicht existiert hätte. Weil man könnte jetzt zum Beispiel jetzt über den Dialog der Religion auch nachdenken. Ja? Also was ist, wenn Christen und Juden aufeinandertreffen und sich darüber Gedanken machen, so nach dem Motto, welche Praktiken verfolgt ihr denn? Wir haben ja irgendwie ganz andere. Ja, so. Aber jetzt, dass es jetzt flächendeckend, ja, bedeutsam wird, das hat dann, glaube ich, doch was ganz schlicht mit dem Buchdruck zu tun. Ja? Mit dem Buchdruck würde man sagen, da kommt Vergleichswissen in die Welt. Ja, mit dem Buchdruck, ja, und wenn es mehr und mehr das in ihrer Sprache eben lesen können, ja, und nicht nur eine kleine Reflexionselite und nicht nur Latein oder sowas, ja, auf einmal kommt sozusagen Vergleichswissen eben in die Welt, das wird uns sozusagen herangespült, könnte man sagen, und dazu müssen wir uns verhalten. Und das würde ich behaupten, wirklich, kriegt so richtig Fahrt, nimmt das auf in der Renaissance. Das ist ein abendländischer Blick, ne? Ja, gut, aber ich hätte jetzt erstmal keinen anderen so, würde ich sagen. Ja. Aber das ist natürlich völlig richtig, also man müsste sich das jetzt wirklich im Detail anschauen. Ja, man müsste jetzt, weiß ich, mit Mittelalter-Historikern sprechen oder Historikerinnen und sowas. Ja. Also wenn ich jetzt mal vielleicht zurückfrage, okay, also vielleicht jetzt mit dieser These, ja, das ist also jetzt mal ganz schlicht, ja, die Idee war ja, ich möchte Ihnen was, also ich war gefragt, Ihnen was über die sozusagen Thematisierung von Geschlecht zu erzählen, ja, und mit der räumlichen Dimension. Ja. Und meine Idee war, alle Doing-Gender-Prozesse, ja, finden sozusagen auf einer Bühne statt, die wir uns in der Regel nicht ausgesucht haben. Das heißt, es gibt per se eine räumliche Dimension, und jetzt könnte es sein, dass es in der Aneignung von Raum und von Räumen, ja, sozusagen Unterschiede gibt. Das heißt also, der Emphase jetzt zum Beispiel mit diesem Tolle de David, ja, so nach dem Motto, super, wir eignen uns alles an, jetzt gibt es sozusagen tolle neue soziale Bewegungen, ne, da habe ich ja sozusagen versucht, bin ein bisschen skeptischer, weil wir diese symbolische Ordnung auch inkorporiert haben. Und es könnte sein, dass es also Unterschiede gibt in der Aneignung von Raum, ja, in dem, was mir irgendwie, was mir zusteht. Also können Sie mit dieser These was anfangen, oder haben Sie den Eindruck, es ist eher so ein bisschen abenteuerlich? Ist ja auch. Ich finde die These spannend, aber ich habe Schwierigkeiten mit dieser Gratwanderung, dass es nicht irgendwie logistisch abrutscht. Ich glaube, das ist das Problem des kurzen Vortrags sozusagen. Also, dass man unterscheidet, es gibt eine weibliche und männliche Aneignung nicht, weil Männer und Frauen anders sind in der ganzen Debatte, sondern die Prägung, die Sie vorhin beschrieben haben, das finde ich ein schwieriger Gratwanderung der Semantik eigentlich für Leute. Ja, also es gibt einen frühen Text von Butler, der leider kaum bekannt ist. Also ich lese ihn immer wieder mal in Seminaren. Der ist, glaube ich, von 87 oder sowas. Da geht sie ganz intensiv auf diesen Text von, da geht sie ganz intensiv auf Simone de Beauvoir ein, also mit diesem Satz, man ist nicht als Frau geboren, man wird es. Ja? Und da geht sie auf diese Situation, also auf den Begriff der Situation ein. Ja? Und auf dieses, also das heißt, sie versucht in diesem Text auf der einen Seite, Simone de Beauvoir führt sie gegen Sartre ins Feld, also Sartre so nach dem Motto, wir als Menschen entwerfen uns selbst. Ja? Wir sind die reine Transzendenz. Wir überschreiten uns und entwerfen uns neu.
Das ist sozusagen die Sartre-Position. Ja? Und die Situation von, die Position von Simone de Beauvoir ist sozusagen, wir leben immer in einer Situation, ja? Also das heißt, wir überschreiten uns nicht einfach so. Ja? Also das heißt, sie sieht sich sozusagen als Frau, sind wir auf Immanenz zurückgeworfen. Ja? Und sie versucht sozusagen mit Simone de Beauvoir dieses billige Pathos der Befreiung irgendwie von Sartre zu kritisieren, aber sozusagen mit Sartre führt sie, sie führt auch Sartre gegen Simone de Beauvoir irgendwie ein und sagt, das ist jetzt mit diesem Begriff der Wiederholung, könnte man sagen, ja, sagt sie, wir verschieben es, ja, also das heißt, man könnte jetzt sagen, nochmal vielleicht auf die vielen Kommilitonen so etwas weiter hinten, ja, man könnte sagen, diese Geschlechterordnung, die gerät, die wird sozusagen brüchig, ja, also die ist nicht mehr sozusagen absolut überzeugend, wir haben die nicht mehr zu 100% inkorporiert. Und diese Geschlechterordnung ist wie jede symbolische Ordnung darauf angewiesen, dass sie immer wieder neu auch zur Aufführung gebracht wird. Und wir selbst, auch in diesem Moment, ja, wir spielen dieses Spiel jetzt irgendwie zum Beispiel Verhältnis irgendwie Dozent oder Prof irgendwie Studierende. Ja? Also wenn die zum Beispiel sagen, wenn ich das sagen darf, ja, wenn ich fragen darf und so weiter, würde ich sagen, ja natürlich dürfen Sie fragen, das ist ja nichts anderes. Ja? Deswegen, das ist sozusagen auch eine ganz bestimmte Performance. Ja, und ich versuche das sozusagen aufzugreifen und so weiter. Das heißt, also jetzt auch hier wird das Spiel, ja, was heißt Wissenschaft, wird wieder neu zur Aufführung gebracht. Und, so. Und jetzt könnte man aber sagen, das Schöne ist, wir werden es nie eins zu eins wiederholen, wie es immer schon war. Das ist sozusagen die Hoffnung, dass es sozusagen, dass in der Wiederholung auch sozusagen die Chance zur Verschiebung irgendwie existiert. Ja, dass wir das sozusagen nicht nur einfach blind revolutionieren, sondern dass wir in der Wiederaufführung, dass es das sozusagen so ein emanzipatorisches Moment gibt. Und dass wir es verändern. Ja? Und deshalb habe ich jetzt aus diesem Grund, ja, weil ich jetzt überhaupt nicht zementieren will, aus diesem Grund habe ich James Joyce sozusagen zitiert, weil ich genau sagen würde, also das ist jetzt kein biologisches, das ist kein biologischen Grund, dass Frauen per se, alle Frauen, zu allen Zeiten so ihren Körper erleben. Sondern es gibt auch Jungs, die so ihren Körper erleben. Und es gibt Frauen und Mädchen, die nicht so diesen Körper erleben. Und was Sie jetzt angesprochen haben, ist, es gibt auch so eine Debatte, das habe ich jetzt auch, bin ich hier eingegangen, über Angstträume. Ja? Also innerhalb der feministischen Architektur gibt es eine Debatte über Angst, feministischen Stadtplanung über Angstträume. Also wie spricht Mann oder Frau verantwortlich von Angstträumen? Ja? Das heißt, wir könnten jetzt zusammen mit Alice Merrill Young, relativ leicht sagen, okay, wenn es für Frauen ohnehin gilt, ja, dass sie sich eher sozusagen als Objekt von Männerblicken wahrnehmen, ja, dann können wir überlegen, wie müssten U-Bahn-Haltestellen aussehen, wir müssten Fußgängerüberwege und anderes, wir müssen die aussehen, also gerade nachts, wenn es dunkel ist und so weiter. Ja? Und jetzt, und es gibt eine Debatte innerhalb der feministischen Stadtplanung, ist das sinnvoll, von Angstträumen zu sprechen oder reproduzieren wir nicht genau das? Ja? Also reproduzieren wir nicht genau, dass Frauen den Eindruck haben, da müsste aber wirklich vorsichtig sein. Ja? Und es könnte sein, ja, da ist man der Frau was passiert, aber es ist auch drei Männern was passiert, aber darüber sprechen wir nicht, sondern wir sprechen über diese eine Frau und alle Frauen, die da nachts irgendwie in diesem Feld unterwegs sind, haben den Eindruck, oh, das ist aber eher ein Angstfrau. Also das, würde ich jetzt sagen, ist schwierig, das so zu thematisieren. Auf der einen Seite ging es darum, oder müsste es darum gehen, sozusagen dafür zu problematisieren und zu sensibilisieren, ohne in dieser Form sozusagen ein Eigentor zu schließen und genau diese Probleme zu, ja, in der schlechten Form zu reproduzieren. Deshalb, wenn ich jetzt darüber spreche, will ich sozusagen jetzt nicht sagen, ja, so ist das mit den Frauen so, sondern ich würde sagen, es gibt, glaube ich, gute Gründe, dass, oder man kann, glaube ich, erklären, warum manche Frauen so ihren Körper erleben. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mann irgendwie in diesem Haus glücklich geworden wäre. Im Zweifelfall Mies van der Rohe auch nicht, ja. Aber sozusagen, der hat es ja einfach nur gebaut und musste das nie bewohnt. Also deshalb ist genau, jetzt könnte man sagen, ist genau, was die Kommilitonin ansprach, Thematisierung und Dethematisierung. Ja? Das ist sozusagen auch eine politische Frage. Und das, glaube ich, und wann man etwas mit dem Blick auf Geschlecht zum Thema macht und wann nicht, ja, man, es gibt ja auch viele, sagen ein bisschen, Leute, es geht hier um ganz, es geht ganz banal um Einkommensverhältnisse, es geht um Bildungstitel und sowas. Ja? Das hat mit Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Also es kann wahnsinnig unpolitisch sein, eben über Geschlecht zu sprechen, weil man nicht über andere Kategorien spricht, die in dem Moment viel wichtiger sind. Aber vorher, glaube ich, wissen wir es nicht. Es steht nicht vorher geschrieben. Ja? Und das ist, glaube ich, so eine theoretische Herausforderung auch. Und wann möglicherweise... Jetzt können wir sagen, wir werden es nicht immer schaffen, jetzt, und selbst wenn wir eine zweite Kategorie dazu nehmen, müssen wir sagen, ja, ist es nicht immer noch unterkomplex? Müssen wir sagen, ja, wahrscheinlich schon. Ja? Und dann ist dann die Frage, okay, nehmen wir noch eine dritte Kategorie dazu und noch eine vierte und eine fünfte. Und irgendwann, glaube ich jetzt, um es irgendwie handhabbar zu machen, irgendwann müssen wir sozusagen Stopp sagen. Ja? Und zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt,
Wir versuchen sozusagen mit den Scharfen, also mit den Kategorien, die betroffen sind, mit denen ein Phänomen zu thematisieren, ob wir jetzt eine ganz wichtige Kategorie vergessen. Ich würde sagen, wir wissen es nicht. Also wir sind darauf angewiesen, mit bestimmten Beobachtungen sozusagen jetzt Beobachtungen zu machen, ja? also nicht mit Kategorien Beobachtungen zu machen. Und im besten Falle können wir andere sozusagen erproben und können sagen, welche da hilfreich sind. Aber vorher können wir es nicht wissen. Da ist halt die Frage, ob man mit der Formulierung der Beobachtung auf eine bestimmte Weise die Wirklichkeit nicht neu zementiert. Also ich frage sozusagen aus der Beobachtungsperspektive von Schule, wie beschreibt man das, was man sieht? Genau. Und das, jetzt könnte man aber mit Butler sagen, ja, das war glaube ich das erste Zitat, ja, Reflexivität, mehr, also viel mehr können wir glaube ich nicht leisten. Ja. Also im Wissen darum, mit welchen Beobachtungen wir etwas beobachten und im Wissen darum, dass diese Beobachtungen Effekte haben. Ja, weil das ist ja, wie ich hier auf Sie blicke, sozusagen mit welchen Kategorien, natürlich hat es Effekte. So, und das gilt für Sie genauso. Also das zu wissen, ja, ohne zu wissen, was vernünftig ist oder was jetzt politisch irgendwie auf der Agenda stehen müsste. Und dass es sozusagen immer nur tentativ ist, dass es Versuche sind, die soziale Effekte erzeugen, für die wir verantwortlich sind, würde ich sagen. So, Sie haben sich gemeldet und dann Vorschlusszeit. Ich wollte bloß um Ihre These zurückkommen, weil Sie fragten, ob wir da konform sind oder andere Meinung haben. Ich würde nur sagen, als ich an der Front stand, um die Zuhörenden zu begrüßen, hatte ich auch das Gefühl, ich werde irgendwie zur Bühne gebracht und von der Öffentlichkeit. Und dann kamen so ganz viele Rollen, in die ich mich plötzlich gefühlt habe. So die kleine Promovente, in der ich auch nicht viel weiß, das Mädchen davon. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte auch einen ganz eingeschränkten Raum, jetzt Ihnen gegenüber zum Beispiel, oder Herrn Diekmann, der ja auch eine Zeit lang mit Ihnen da vorne stand, viel raumgreifender auf mich wirkt. Und wenn ich mich jetzt selbst reflektiere, habe ich das Gefühl, ich war so ganz klein, weil ich auch ganz nervös war. Und so. Ja, also ich kenne auch einige Frauen, bei denen ich denke, die lassen sich im Vortrag auch ganz anders inszenieren als Männer. Also ich will jetzt auch nicht in irgendwelche Stereotype verfallen. Aber es sind teilweise sehr, sehr kluge Frauen, die sehr viel wissen, was sie dann irgendwie gar nicht in dem Moment zur Aufmerksamkeit bringen, wo sie sich dann selbst irgendwie ja, einfärchen, was viele Vortragende, männliche Vortragende, dann irgendwie ganz anders machen. Also jetzt vielleicht ein Beispiel dazu, Frigga Haug, haben Sie möglicherweise schon mal irgendwie gehört, also eine tolle Soziologin, die ziemlich groß ist und eine relativ hohe Stimme hat. Und da würde ich sagen, sie kann nicht zu ihrer Stimme, ich kann nichts für meine, sie nicht für ihre. Ja. Und das ist, wenn sie an ganz bestimmten Mikros steht, ja, klingt das klingt piepsig. Und das ist, also die ist jetzt nicht sozusagen 1,53 und schmal oder sowas, sondern die ist größer als ich, glaube ich. Also können Sie beschwören, ich meine schon. Aber sozusagen, sie hat ein Problem mit Mikros. Ja. Und sozusagen, und alle sozusagen, oder die meisten, und das Tolle ist, weshalb ich das erzähle, dass sie darüber nochmal spricht. Ja. Also wenn es uns gelänge, sozusagen innerhalb der Wissenschaft, sozusagen sich von diesem Souveränitätsgestus zu verabschieden. Und zum Beispiel, ich mache gerade ein Butler-Seminar mit einer Soziologin zusammen, mit Katharina Liebsch, und da habe ich gesagt, Butler ist wahnsinnig ehrlich in den allermeisten Texten. Ja. Sie sagt zum Beispiel, das ist riskant. Was ich jetzt anstehe, ist riskant. Ich habe bisher das gemacht. Und jetzt, also verstehen Sie, sozusagen, diese Transparenz in die Reflexivität holt sich in die Texte ein. Also man könnte sagen, ähnlich wie Freud. Freud argumentiert mit bestimmten Metaphern und da gibt es bei Freud Sätze, da sagt er, und bis hierhin reicht die Metapher und nicht weiter. Ja, also wer würde sagen? Ich würde sagen, es ist kein männlicher Gestus. Ja? Der männliche Gestus ist sozusagen unangreifbar, so ein Gebietungsgestus. Bis hierhin gab es die Theorie und so weiter, alles ganz schön und gut. Ja, und jetzt geht diese Leiter, ich stehe auf der Leiter, ja, und wenn ich oben bin, stoße ich sie ab und so weiter. Na, mir kommt nichts mehr. Das wäre so ein typischer männlicher Gestus. Ja? Alles in Beton gegossen, nichts thesenhaftes, nicht vorsichtig. Also wenn wir uns sozusagen davon verabschieden würden, so ein bisschen, ja, und uns angreifbar zeigen würden. Also wenn Sie sowas interessieren, lesen Sie mal die Abschlussvorlesung von Pierre Bourdieu, die ist grandios, ein soziologischer Selbstversuch. Ja? Da spricht er über seine Antrittsvorlesung im Collège de France. Dann würde ich sagen, das ist genau Ihre Körpererfahrung. Ja? Also das heißt, Collège de France, das Größte, was Sie werden können als Sozialwissenschaftler in Frankreich. Und dann hält er seine Antrittsvorlesung. Und das ist jetzt typisch Bourdieu. Was macht er? Ja? Er hält, der Text heißt Lection sur la Lection. Das ist radikale Reflexivität. Das heißt, Bourdieu hält also diese Antrittsvorlesung und sagt, Leute, wenn ich eine Antrittsvorlesung halte, ja, was mache ich zum Gegenstand? Natürlich eine Antrittsvorlesung zu halten. Und darüber hält er seine Antrittsvorlesung. Ja. Das heißt, er setzt sich zu Hause hin, schreibt diesen Text, findet das auch klasse, so sagt er dann im Nachhinein. Ja. Und als er dann diesen Vortrag hält, ja, ist er leichenblass, er ist kurz davor, den Hörsaal zu verlassen. Weil er sieht irgendwie im Zweifelfall, wer da alles sitzt. Ja. Also auch die Leute, die er sehr, sehr schätzt. Und er hat den Eindruck, ich werde dieser Performance nicht gerecht. Aber irgendwie jemand guckt ihn an und der nickt ihm zu, so nach dem Motto,
Los jetzt, ja, und dann hält er den Vortrag. So, und dann schreibt er, ich glaube, jetzt, das ist ja 1971, meine ich, ja. Ich glaube, 30 Jahre später hält er seine Abschiedsvorlesung und spricht sozusagen nochmal über die Antrittsvorlesung, wie schwer ihm das gefallen ist, ja, und sozusagen geht auf seine Bildungsbiografie ein, was es heißt, als sozialer Aufsteiger in Paris sich zu bewegen und so weiter. Ich kenne wenige Texte, die in großes Maß, ich kann damit sagen, an Reflexivität haben. Ich hoffe, dass auch Butler irgendwie so weiß. Und das würde ich sagen, also wenn wir die sozusagen auf der Gewinnerseite des Wissenschaftsspiels stehen, ja, auch was dazu beitragen würden, sozusagen das ein bisschen irgendwie zu unterlaufen, das ein bisschen sozusagen zu entzaubern, das ein bisschen transparenter anzulegen, dann wäre schon was gewonnen. Gut, jetzt gab es, glaube ich, noch eine andere Meldung, die ich jetzt irgendwie, oder? Ja? Ich habe noch mal eine Frage, beziehungsweise eine Anmerkung zur Raumdimension. Ich denke, was wichtig ist, und das haben Sie ja mit dem Begriff der Angsträume oder in Bezug zu den Angsträumen auch gesagt, ist, dass Räume auch nicht Objektivitäten sind, die einfach so da sind und die sich auf unterschiedliche Art und Weise angeeignet wird, sondern dass es ja auch Räume auch letztendlich Vorstellungen von Räumen sind, wie Räume funktional gegliedert sind, wie sie funktionieren sollen. Und diese Dimension irgendwie noch mit zu integrieren in diese Analysen, denke ich, ist ziemlich wichtig. Und das stelle ich mir wiederum schwierig vor, mit einer praxeologischen Perspektive irgendwie zusammenzubringen. Also auf der einen Seite das alltägliche Handeln, die Praxis, die ich beobachten kann, und auf der anderen Seite das, was vielleicht diskursiv geformte Topografie ist. Ja, also ich meine, ich würde Ihnen jetzt so zum Teil zustimmen. Ja, Sie sagten, das stellen Sie schwierig vor. Ich würde jetzt sagen, aus einer praxeologischen Perspektive, also sagen wir jetzt mal mit Bourdieu zum Beispiel, ja, also mit Bourdieu über Räume irgendwie zu sprechen. Man könnte jetzt auch sagen, mal positiv gewendet, dass das infiziert einen vor einer zu großen Emphase bei der Anhaltung von Räumen. Ja? Also ich nenne Ihnen ein kleines Beispiel. Von Bourdieu gibt es diesen Band, den er mit 20 Mitarbeiterinnen gemacht hat, das Elend der Welt. Und da gibt es ein Kapitel über eine Familie von, ich glaube, Asylbewerberinnen, die, ich glaube, aus dem Maghreb kommen, kann ich nicht sicher sagen, ich glaube, sie kommen aus dem Maghreb. Und die bekommen, also von Frankreich, also ich glaube, das ist an der Peripherie von Paris, die kriegen eine Sozialwohnung zur Verfügung gestellt. Da die zu groß wie geschnitten und so weiter. Ja? Und ich weiß nicht, irgendwie führt er mit dem Interview, was gleich nicht dazu kommt, ich weiß jetzt nicht mehr, was das Thema ist. Und dann stellt er fest, die werden mit dieser Wohnung nicht glücklich. Ja, warum werden die mit der Wohnung nicht glücklich? Weil die sozusagen das gewohnt sind, auf dem Boden zu sitzen, in einer großen Runde. Ja? Das heißt, sie brauchen einen großen Raum, in dem alle sozusagen um einen Tisch, also nicht um einen Tisch, sondern um große Tabletts oder sowas irgendwie sitzen können. Und das bietet dieser Raum nicht. Das heißt, dieser Raum bietet natürlich, wie es gehört, in Anführungszeichen, ja, im alten Europa, sozusagen in einer eher kleinen Küche, ja, mit möglicherweise 4 Stühlen, mit einem Wohnzimmer, das möglicherweise, wo man ein Sofa hinstellt und das irgendwie so halb repräsentativ ist. Aber es ist überhaupt nicht das, was die Leute brauchen. Ja. Also das heißt, was diese Familie kann ihre eigene Wohnung nicht bewohnen. Ja. So, verstehen Sie, das meine ich jetzt als ein Beispiel. Ja, wenn Sie mit einem ganz bestimmten Habitus sind Sie sozusagen, mit Volumen ist man sagen, auf ein Habitat angewiesen. Also sozusagen ein ganz bestimmtes Setting, in dem Sie diesen Habitus ausleben können. Und wenn dieses Habitat sozusagen nicht passt zu Ihrem Habitus, dann gibt es ein Problem, dann knirscht es sozusagen. Ja? Und deshalb würde ich jetzt behaupten, also aus der praxeologischen Perspektive, kann man durchaus über die Aneignung von Raum sprechen, aber man spricht möglicherweise viel leichter über die Probleme bei der Aneignung von Räumen. Also jetzt Desserton, der auch zum Teil berechtigte Kritik an Bourdieu formuliert, mit Michel Desserton, das geht viel, viel leichter und viel spielerischer. Ja? Also so nach dem Motto, das ist so ameisenhafte Aktivitäten, wir bauen uns das eben so zusammen, wie wir das brauchen. Ja? Und dann würde ich jetzt in der Tat aus einer praxeologischen Perspektive, sozusagen von Bourdieu irgendwie inspiriert, dann sagen, also so leicht lassen wir diesen Habitus nicht hinter uns. Und so leicht lassen wir diese symbolische Ordnung, die wir inkorporiert haben, auch nicht hinter uns. Und das könnte man sagen, hemmt uns auch ein bisschen. Oder mit Butler könnte man sagen, wir performen zum Beispiel das Geschlecht, aber immer unter Zwang. Ja, wir eignen uns etwas an, aber immer unter Zwang. Und wir sind keine handelsmächtigen Akteure, sondern wir sind immer latent entmächtigt. Ja, weil diese Sozialität, ja, wie ich das sozusagen, auf die ich angewiesen bin, mich auch latent entmächtigt. Also es gibt, deshalb würde ich jetzt eher für so einen, sagen wir mal, einen gebrochenen Begriff der Aneignung plädieren. Das scheint mir also theoretisch überzeugender als diese große Emphase. Ja? Deshalb habe ich ja
man kann dann, das ist ja toll, irgendwie dieses Beispiel, und das wird auch so von vielen sozusagen politisch so interpretiert, also mit diesem tollen David. Aber es gibt so Highlights, ja, die man auch, glaube ich, jetzt also für so politische Visionen irgendwie toll nutzen kann. Ich glaube, das Alltagsgeschäft ist oft ein bisschen komplizierter. Also. Ja, was gibt es noch an Gegenrede oder an Kommentar? Oder? Ich würde vielleicht gerne nochmal über den Zwang nachfragen. Also mir kommt das immer so vor, als würde, ich glaube, ich habe da nicht zu viel gelesen von Frau Wattel, aber dass das sozusagen immer so präskriptiv ist. Ja, es gibt da halt einen Zwang und wir müssen das Ganze, damit müssen wir umgehen. Und ist das sozusagen wirklich so eine Wertfreiheit in dem Fall, dass das sozusagen das Spielerische immer aufhalten müssen, also die Performance, oder ist das auch wirklich die Kritik, also deswegen, weil Sie Frieke Hauck gesagt haben, also die dreht das Ganze dann eher rum und sagt so, die Strukturen müssen wir viel mehr kritisieren, das halt machen, und das geht mir manchmal so ein bisschen verloren, und sind das auch so, oder ist... Ja, dann würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, also das ist... Also in keiner Weise bloß deskriptiv. Ja? Also wenn sich, es gibt, Sie haben es möglicherweise mitbekommen, ja, dass Butler eben den Adorno-Preis bekommen hat, ja. Gab große Aufregung. Ja, ich würde sagen, dass diese Aufregung über uns ja, viel mehr sozusagen irgendwie verrät, als über Judith Butler selbst. Also man kann Butler alles vorwerfen, aber dass sie politisch unsensibel wäre, das wäre das Letzte. Ja? Also das ist ganz schlicht nicht zutreffend. Also Sie können sich jetzt anschauen, zum Beispiel... Wie heißt das? Gefährdetes Leben, es gibt einsame Band und dann Rasse des Krieges. Also in Rasse des Krieges, ja, interessiert sich zum Beispiel, das hat jetzt vielleicht ein bisschen was mit unserem Thema mit Wahrnehmung zu tun, ja. Sie interessiert sich zum Beispiel dafür, wie werden Erfahrungen gerahmt? Oder andersrum, warum ist manches, sind manche sozusagen Tode betrauenswerter als andere? Also, zum Beispiel jetzt mit Blick, ja, was bedeutet jetzt mal in aller Polemik, ja? Sozusagen, welches Gewicht haben irgendwie drei getötete irgendwie Israelis und welches Gewicht haben sozusagen drei getötete Palästinenser, die irgendwo in der Westbank leben? Ja? Und wie reagiert sozusagen das Großteil sozusagen der westlichen Presse darauf? Ja? Also das heißt, was ich jetzt sage, ist, wir blicken nicht, unser Blick ist nicht unschuldig darauf, ja? Sondern also manche Opfer haben sozusagen auch gar keinen Namen. Ja, da wissen wir nicht, oder da wissen wir möglicherweise nicht. Ich wüsste es auch nicht, weil ich so borniert bin, ja, bornierter Westeuropäer, ob das jetzt ein Vorname ist oder ein Nachname. Ja. Das ist aber möglicherweise bei einem israelischen Namen, ja, ist mir das sozusagen geläufiger. Ja, allein über europäische Ideengeschichte zum Beispiel. Ja. So, also das heißt, selbst so etwas Harmloses wie etwas wahrzunehmen, ja, da spürt sie sozusagen eine politische Dimension auf. Und das finden Sie dann, das geht dann eben weiter, also sie interpretiert Gewicht als Guantanamo, die dort verfasst wurde, und anderes mehr. Also das heißt, es geht sozusagen ganz klar auch darum, also ich würde jetzt behaupten, ich habe auch einen Text hier dazu geschrieben, dass Butler auf eine ganz faszinierende Weise, dass man das beobachten kann, dass sie erstmal in erster Linie sich für Geschlechterverhältnisse interessiert hat. Und jetzt aber nicht jetzt unpolitisch, sondern sozusagen die ganze politische Dimension von Geschlechterverhältnissen. Ja? Und dann ist sie sehr intensiv, hat sich mit der Kritik auseinandergesetzt. Also Sie können eigentlich bei jedem Buch von Butler sehen, wie sie sozusagen auf Kritik eingeht, die man an dem zuvor verfassten Buch irgendwie geschrieben hat. Ja? Also 91 zum Beispiel Gender Trouble, da gibt es eine große Kritik, zum Beispiel Barbara Dunn, die Frau im Unterleib und so weiter. Ja? Das nächste Buch heißt Wie Bodies That Matter, Körper von Gewicht. Also genau, was man hier vorgeworfen hat, sozusagen Körperlichkeit, die Materialität von Körperlichkeit, das macht sie sozusagen zum Thema. Ja? Und dann wird sie zum Beispiel mit diesem Blick von Verletzbarkeit, man könnte jetzt mit Blick auf heute den Vortrag, ja, dass wir uns sozusagen als verletzbar erleben. Ja? Und das, die bleibt eben nicht dabei, so nach dem Motto, wir Frauen erleben uns verletzbar und sind ein Objekt von Männerblicken, sondern dann breitet sie das aus, ja, und macht dieses Thema Verletzbarkeit irgendwie zum, also sie macht Verletzbarkeit irgendwie zum Thema. Und das wird wahnsinnig politisch. Also mit jedem Buch, würde ich sagen, ja, wird sie sozusagen mehr und mehr zur politischen Intellektuell, die immer auch noch sozusagen Geschlechterforscherin ist. Das bleibt sie immer. Ja? Die immer noch Gender Studies macht, Queer Studies macht. Aber die mittlerweile, würde ich sagen, eine der faszinierendsten auch politischen Intellektuellen ist. Und deshalb ist es nie deskriptiv, so nach dem Motto, weil dann wäre die erste Frage, die ich Ihnen stellen würde, würde sagen, warum interessieren Sie sich denn genau dafür, Judith Butler, und nicht für 100 andere Themen? Ja, und dann, wenn Sie sich anschauen, für welche Themen Sie sich interessieren, Sie machen so eine Genealogie irgendwie der Themen, und dann sehen Sie, wie das immer mehr, nach meiner Meinung, immer mehr an Brisanz gewinnt.
und sie legt den Finger in die Wunde. Ja? Und als jüdische Intellektuelle sieht sie sich da mit dem Vorwurf, Antisemitin irgendwie zu sein, konfrontiert. Und hat das dann diskutiert mit Michael Brunde, Erziehungswissenschaftler, vor kurzem irgendwie in Berlin. So. Und das ist auch, ich glaube, jetzt als jüdische US-Amerikanerin und politische Intellektuelle kritisch irgendwie zum Staat Israel und in dieser Politik irgendwie Stellung zu nehmen, das ist nicht ohne. Ja? Ich war in diesem Sommer irgendwie in Israel, aber ich war auch in Palästina. Ja? Ich bin auch in der Westbank irgendwie rumgefahren. Ja? Und wenn Sie da halbwegs sozusagen informiert sich irgendwie umschauen, dann entstehen ganz, ganz drehende Fragen irgendwie an die Politik des Staates Israel. Und das tut sie als jüdische politische Intellektuelle. Und mit würde ich sagen, mit der Resonanz, ja, mit der Resonanz, die wir jetzt. Und ich würde jetzt sagen, dass Butler genau dafür plädiert, so nach dem Motto, es ist so unterkomplex und wir müssen sozusagen die Analyse komplexer anlegen und das wird ihr ja nicht überschätzen. Und dann schreibt sie einen Text in der Zeit, ja, das haben Sie möglicherweise gelesen, ist Entgegnung, ich bin zutiefst verletzt. Ja, das ist ein Thema, das sie seit zehn Jahren bearbeitet. Und das ist der Titel ihrer Entgegnung auf das, was sie gerade erlebt. Aber es ist nur ein bisschen zögerlich. Sag es mal ruhig, warum. Naja, das ist ein schwieriges Thema insgesamt. Also ich habe die Debatte auch intensiv verfolgt. Und ja. Also er hat jetzt zum Beispiel gleich gesagt, naja, natürlich, also Kritik an der Politik des Staates Israel, aber Kritik an der Hamas ist natürlich auch kein Thema. Also hier von wegen streng und so weiter. Das ist ja, aber dann jetzt müssen wir jetzt, gut, das können wir gerne diskutieren, aber das gehört irgendwie... Natürlich. Ja. Ich glaube, das ist politisch instrumentalisiert worden, ja. Das ist ein Statement, das sie 2006, glaube ich, oder 2007 in Berkeley gesagt hat. Also ne, völlig klar. Also die Aussage ist für sich, es wird absolut inakzeptabel, gar keine Frage. Ja. Gut. Also wir haben, glaube ich, jetzt deutlich überzogen, aber ich kann damit leben. Ja? Also, wenn es für Sie einigermaßen im besten Fall was anregen, das heißt, ich habe Ihnen gesagt, ich habe Ihnen ein bisschen Theoriearbeit hinzugefügt, aber ich versuche das abzufedern durch irgendwie Beispiele und ja, ich hoffe, das war irgendwie ganz anregend.